Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr geehrte Jägerinnen und Jäger, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Vortragsveranstaltung in der DJV-Vortragsreihe Wildtier und Mensch mit dem heutigen Thema GAP-Maßnahmen, Hilfe für das Wild und die Artenvielfalt. Wie immer möchte ich im Voraus noch kurz darauf hinweisen, dass Sie während des Vortrags auch die Möglichkeit haben, schriftliche Fragen einzureichen. Diese werden dann in Abhängigkeit von der Anzahl der Fragen anschließend von unserem Referenten heute beantwortet. Die Vortragsveranstaltung wird aufgezeichnet und kann in ein paar Tagen dann auch auf unserer DJV-Online-Akademie-Seite abgerufen werden. Nun möchte ich Ihnen heute unseren Referenten vorstellen, Herrn Markus Polaschek. Herr Polaschek hat Agrarwissenschaften in der Fachrichtung Naturschutz und Landschaftsökologie in Bonn studiert, unter anderem mit Schwerpunkten Geobotanik, Ökologie, Bodenkunde, Oberflächengewässer, nachwachsende Rohstoffe bzw. Kompostierung mit Abschluss als Diplom-Agraringenieur. Nach dem Studium hat Herr Polaschek das Agrarreferendar in der Fachrichtung Natur- und Umweltschutz in Nordrhein-Westfalen als Assessor der Agrarwirtschaft absolviert. Von 2013 bis 2018 war er bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Berater für ländliche Entwicklung und nachhaltige Landnutzung an der Bezirksstelle Nienburg. Hier waren seine Tätigkeitsschwerpunkte Baurechtsberatung, Prüfungen und Stellungnahmen zur landwirtschaftlichen Privilegierung, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Koordinierung der geförderten Beratung und auch der Biodiversitätsberatung. Von 2018 bis 2022 übernahm er die Leitung der Fachgruppe 2 der Bezirksstelle Nienburg mit den Tätigkeitsschwerpunkten neben der Koordinierung von Agrar-Umweltprojekten und Vorträgen war und ist ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt die teilweise landesweite Beratung landwirtschaftlicher Betriebe zur Förderung der Biodiversität und die Qualifizierung von Beratenden. Seit 2022 leitet er das Sachgebiet die Biodiversität bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und ist damit landesweit Ansprechpartner an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Artenvielfalt. Jagdlich ist er einem niederrheinischen Niederwildrevier aufgewachsen und seit 23 Jahren selbst Jagdscheininhaber. Das spiegelt sich auch in der Familie wider. Seine Tochter, eine von drei Kindern, besucht mit 15,5 Jahren gerade selbst den Jagdkurs der Jägerschaft. Bleiben wir bei dem Jagdlichen. Mit der ganzen Familie bewirtschaftet er ein 850 Hektar großes Hochwildrevier in seiner Heimat Fuhrberg, Entschuldigung, Burgwedel in der Südheide. Neben seiner Tätigkeit als Hegeringsleiter in Burgwedel ist er auch stellvertretender Leiter des regionalen Rot- und Schwarzwildrings Wietzenbruch. Ehrenamtlich ist er außerdem als Ausbilder im Vorbereitungskurs jagdliche Praxis, Naturschutz und auch Landwirtschaft tätig. Musikalische Aktivitäten beinhalten das Spielen von Trompete und Jagdhorn und natürlich führt er einen Jagdhund, die dreijährige Deutsch-Drahthaar-Hündin Hermine. Hiermit übergebe ich an unseren Referenten. Vielen Dank. Sie können jetzt gerne mit Ihrem Vortrag beginnen. Herzlichen Dank, Frau Sange. Ja, einen herzlichen Gruß sozusagen an die jagdlichen Soziotope und jagdlichen Weltempfänger. Ich sehe zwar jetzt keine Zahl, wie viele uns zugeschaltet sind, aber ich habe schon gehört, dass es durchaus eine relativ große Zahl ist. Ja, zu meiner Person ist im Prinzip alles gesagt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das Einzige, was ich jetzt ergänzen möchte, ist sozusagen eine kleine Ergänzung oder Erweiterung oder Abänderung des Titels. GAP-Maßnahmen, also gemeinsame Agrarpolitik, versteckt sich ja dahinter, Hilfe für das Wild und die Artenvielfalt, habe ich erweitert durch den etwas jagdlichen Zusatz Deckung statt Schrotkornstärke und möchte hier schon klar sagen, dass das, was normalerweise Landwirtinnen und Landwirte an Fortbildung über sich ergehen lassen müssen zur GAP, dass das meistens so Veranstaltungen von circa 4 Stunden sind, die jeder da abzuleisten hat, das werde ich Ihnen heute nicht zumuten wollen, sondern werde tatsächlich versuchen, das etwas praxisnäher zu gestalten und vor allen Dingen Ihnen sehr viel versuchen, Hintergrundwissen zur Beurteilung, was heißt es eigentlich, Artenvielfalt, Biodiversität in der heutigen Agrarlandschaft. Deswegen steige ich jetzt auch sofort in meinen Vortrag ein und zeige Ihnen mal ganz kurz auf, was so da die Inhalte in der Reihenfolge sind, wie es von mir geplant ist. Ich werde eine kleine fachliche Einordnung machen der Begrifflichkeit, wo wir uns befinden, ein Kurzporträt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, das verbirgt sich hinter dem Kürzel LWK,
Ich werde die Situation kurz beschreiben, in der wir uns befinden und auch den Handlungsbedarf einmal kurz beleuchten. Die Rahmenbedingungen für die heutige Landwirtschaft finde ich tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Klar, ich arbeite bei der Landwirtschaftskammer, da ist es auch naheliegend, das einmal zu tun. Mir ist es halt nur wichtig, dass allen klar wird, dass man heutzutage alles, was Artenvielfalt gerade in offenen Landschaften betrifft, dass man das natürlich eigentlich gar nicht ohne Landwirtschaft denken kann. Sie wissen selber, dass die Landwirtschaft da insgesamt in der Kritik steht, natürlich einer der Hauptverursacher für vieles zu sein. Aber auch das werden wir noch mal ein bisschen hinterfragen. Es geht natürlich auch um dich darüber klar zu werden, von was reden wir hier eigentlich. Und deswegen möchte ich mit so ein paar Begriffen mal aufräumen, ein paar Klarstellungen machen, damit wir auch wissen, insbesondere wir und Sie als geprüfte Naturschützer, sage ich mal, immer gerne, das sage ich unseren Menschen, jungen Menschen in dem Vorbereitungskurs auch immer gerne. Wir sind ja eine der wenigen Naturschutzorganisationen, bei denen eine staatliche Prüfung abgelegt wird, so als kleiner Seitenhieb in Klammern. Die Maßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wird nur ein Teilbereich sein. Ich hatte es gerade angedeutet, Allheilmittel oder unwirksames Bürokratiemonster. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns, aber ich sage mal, insbesondere die Beinfreiheit, die wir in den Revieren benötigen, da kommen wir, glaube ich, relativ schnell an die Grenzen dessen, was uns dieser Bereich geben kann. Revierbezogene Analyse und Zieldefinition. Das hört sich jetzt sehr wissenschaftlich an, soll es am Ende nicht sein. Ich möchte nur klar machen, dass dieses Hauruck und einfach mal los, dass das tatsächlich in Bezug auf die Wirksamkeit nicht immer die richtige Vorgehensweise ist. Da möchte ich so ein kleines bisschen sensibilisieren. Dann, das erwarten natürlich jetzt alle von so einem Vortrag, das Einmaleins der wirksamen Maßnahmen. Also das heißt, was kann man denn jetzt machen, damit alles wieder in Ordnung ist? Auch das ist leider nicht ganz so leicht, wie schon zu vermuten. Und hier werde ich mich tatsächlich auf das Offenland beschränken müssen, und zwar auf Maßnahmen, die sozusagen keinen Flächenverbrauch verursachen. Dann geht es auch darum, einfach mal so einen kleinen Ausblick zu machen, den Blick zu weiten, welche Potenziale kann man eigentlich noch so sehen und wie könnte man vielleicht auch Potenziale und Möglichkeiten unbürokratisch nutzen. Es geht am Ende dann noch um sehr nützliche Kooperationen und Partnerschaften, die wir dringend sozusagen als Jägerschaft auch auf dem Schirm haben müssen, auf gut Deutsch, weil tatsächlich unsere Reichweite ansonsten sehr begrenzt ist. Und dann kommen wir noch von der Planung zur praktischen Maßnahmenumsetzung. Da sei schon gesagt, dass das tatsächlich ein ganz neuer Bereich wäre, mit dem man einen ganzen Abend oder Tag füllen könnte. Deswegen werde ich das hier bei kleinen Hinweisen bewenden lassen. Ja, und dann geht es auch schon los. Die fachliche Einordnung der Landwirtschaftskammer. Wir sind eine Selbstverwaltungskörperschaft des öffentlichen Rechts mit rund 2.400 MitarbeiterInnen, die insgesamt auf 11 Bezirksstellen und 16 Außenstellen in der Fläche, da ist ein kleiner Fehler drin, in der Fläche in Niedersachsen verteilt sind. Wir sind über das Kammergesetz in einer Mittlerposition zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft. Wir haben die Aufgabe zur Transformation und, wie heißt es so schön, Operationalisierung, schwieriges Wort, der rechtlichen Vorgaben und veränderten Rahmenbedingungen für die Landwirtinnen und Landwirte Niedersachsen. Wir sind ja Agrarland Nummer 1, deswegen ist das tatsächlich eine relativ zentrale Aufgabe. Wir haben sehr umfängliche fachbehördliche Tätigkeiten zu übernehmen, im Bereich Naturschutz, im Bereich Boden, Bodenschutz, Pflanzenschutz, Tierschutz, Düngung, Baurecht und vieles andere mehr. Wir sind gleichzeitig sogenannter Träger öffentlicher Belange. Das heißt, wir werden beteiligt, und zwar von Gesetzes wegen, bei Bauleitplanung von Kommunen, bei Planfeststellungsverfahren, ob es jetzt große Infrastrukturprojekte sind oder Kiesabgrabung, vieles andere mehr, oder zum Beispiel auch bei Schutzgebietsausweisungen und haben dann in diesem Zusammenhang die Aufgabe, die landwirtschaftlichen Belange hier entsprechend zu vertreten. Es gibt innerhalb der Landwirtschaftskammer noch eine weitere Behörde, das ist dann die Düngebehörde, die allerdings sozusagen, das ist wichtig, dass man das nicht alles immer zusammenschmeißt, das ist also sozusagen eine Behördenstruktur in einer Behörde. Und gleichzeitig noch eine weitere Behörde, das ist die Bewilligungs- und Prüfstelle für die Agrarförderanträge, die eben zum 15. Mai jeden Jahres von allen Flächenbewirtschafterinnen und Flächenbewirtschaftern zu stellen sind und dann entsprechend bei der Landwirtschaftskammer zur Prüfung oder eben auch teilweise zur Sanktionierung landen. Wir sind darüber hinaus sehr großer Beratungsdienstleister. Hier geht es um baurechtliche Fragestellungen, die Betriebsentwicklung. Und man kann sich vorstellen, in der aktuellen Zeit, dass die Diskussion um Tierwohl, Veränderung der Tierhaltung da sehr viele Kapazitäten bindet. Das Thema Nährstoffmanagement ist natürlich ein sehr, sehr großes, das Thema Tierwohl, aber auch das Förderrecht insgesamt in seinem sehr großen Spektrum.
Hinter der Abkürzung AOKM verbergen sich die Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Das Thema Biodiversität ist hier mit drin. Sozioökonomie, also wie Betriebe sich insbesondere auch im Familienkontext weiterentwickeln. Wasserschutz, Klimaschutz und vieles andere mehr. Und dann sind wir eben, das wird manchmal tatsächlich gerne vergessen und auch vielleicht in der Außenwahrnehmung nicht so wahrgenommen, sind wir der größte landwirtschaftliche Qualifizierer im Bereich der Aus- und Fortbildung in landwirtschaftlichen oder landwirtschaftsnahen Berufen und Qualifizierungsmaßnahmen. Unsere Primärkundschaft kann man sich vorstellen als eine sehr zentrale Fachbehörde innerhalb eines Bundeslandes und in dem Fall eben des Agrarlandes Nummer 1 in Deutschland, sind natürlich die landwirtschaftlichen Betriebe. Hier einmal eine ganz kurze Übersicht, wie sich das sozusagen auf die Region Niedersachsens verteilt. Man möge mir nachsehen, das ist jetzt eine Darstellung aus 2019, die mir zur Verfügung stand. Eine neuere habe ich gerade nicht. Leider wird man sicherlich sagen müssen, dass diese Anzahlen insgesamt eher rückläufig sind. Das heißt, die Anzahl der Betriebe, die tatsächlich die Hoftore schließen, nimmt stetig zu, was sicherlich auch in vielen Zusammenhängen eine sehr bemerkenswerte Entwicklung ist, die also auch nicht als sehr positiv zu bewerten ist. Ja, die Situationsbeschreibung und der Handlungsbedarf. Ich habe jetzt hier, ohne da tiefer einsteigen zu wollen, habe ich mir jetzt hier einfach mal das Rebhuhn und die, nicht die Rebhuhnstrecken natürlich, sondern die Brutpaardichte herausgenommen, die pro 100 Hektar abgebildet werden können. Da finden ja regelmäßig auch Kartierungen statt, die sozusagen die Bestandsentwicklung weiter dokumentieren. Und hier möchte ich einfach nur einmal an dieser sehr für uns jagdlich ehemals sehr wichtigen Wildart, aber auch für vor dem Hintergrund, dass diese Art eben eine sehr große Indikatorwirkung für den Zustand von Landschaften hat, habe ich mir einfach jetzt mal diese Tierart rausgenommen. Und wir sehen sehr eindeutig, wenn wir nur den Zeitraum von 1991 bis jetzt nehmen, dass also wirklich drastische oder dramatische Bestandsrückgänge zu verzeichnen sind. Weswegen ja auch sehr viele Projekte sich auch sehr intensiv mit dem Rebhuhn ganz speziell verbinden. Mir ist nur wichtig, deswegen sage ich das nochmal deutlich, Leitart Rebhuhn. Das Rebhuhn hat, was die Habitatansprüche und Biotoperfordernisse anbelangt in der Offenlandschaft, insofern eine sehr große Bedeutung, als dass, wenn es dem Rebhuhn gut geht, dass dann eben auch vielen, vielen anderen es sehr gut geht, sozusagen. Ob das jetzt Insektenvielfalt ist, Pflanzenvielfalt, Strukturvielfalt. Deswegen ist tatsächlich das Rebhuhn an dieser Stelle ein sehr guter Indikator für die Entwicklung, die wir im Bereich von vielen, vielen anderen Vogelarten, aber auch Insektenarten in der Landschaft beobachten können. Die aktuelle Diskussion um den Artenrückgang ist sehr stark geprägt von einem, das hatte ich schon mal angedeutet, sehr, sehr dringenden Handlungsbedarf. Ich wehre mich tatsächlich mittlerweile sehr intensiv dagegen, wenn es noch immer mal wieder Stimmen gibt, dass das ja auch gar nicht bewiesen sei. Denn die Indikatorarten, das sind insbesondere die Agrarvogelarten mit ihren Populationen, sind, um das mal salopp zu formulieren, wirklich im Sinkflug und zwar unaufhaltsam. Das veranlasst natürlich auch insbesondere die Gesetzgeber, aber auch die EU dazu, hier entsprechend regelmäßig auch die ja, Verschärfung sozusagen auf den Weg zu bringen, die wir am Ende in der Landwirtschaft natürlich intensiv merken in Bezug auf Flächenstilllegung und vieles andere mehr. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir haben aber, und das ist etwas, was mich tatsächlich auch sehr stört und wurmt, ist, dass wir eigentlich immer noch fehlende konkrete Zieldefinitionen haben. Das heißt, niemand sagt eigentlich ganz konkret mal, wie viel von was brauchen wir eigentlich. Und dem widmen wir uns natürlich auch noch ein kleines bisschen. Wir haben leider auch eine sehr undifferenzierte Ursachenanalyse, die insofern sehr unehrlich ist, als dass man immer so tut, als wäre die Landwirtschaft irgendwann mal vom Himmel gefallen und hätte sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, alles kaputt gemacht und jetzt muss die Landwirtschaft sozusagen den Karren auch wieder aus dem Dreck ziehen. Und dabei wird natürlich sehr gerne vergessen und auch verdrängt oder ignoriert, dass wir als Gesellschaft insgesamt natürlich für diese Entwicklung verantwortlich ist, die sozusagen insbesondere seit der sogenannten Industrialisierung der Landwirtschaft stattgefunden hat, also seit den 60er und 70er Jahren. Wir haben leider immer noch, und das wird sich auch so nicht großartig ändern, ein sehr fehlendes, also gesellschaftliches Wissen über heutige landwirtschaftliche und landschaftliche Zusammenhänge. Das heißt, wir haben einfach, das wissen wir als Jägerinnen und Jäger natürlich in der täglichen Praxis, es mit einer zunehmenden Menge von Menschen aus dem urbanen Raum zu tun, die relativ wenig Ahnung davon haben, was da draußen eigentlich wichtig ist und wie die Zusammenhänge sind.
Wir haben, und das muss man tatsächlich auch sehr ernst nehmen, in der Landwirtschaft eine ernstzunehmende Angst vor der sogenannten, wir nennen es eine grüne Enteignung. Das heißt also, wenn ganz bestimmte Arten auftauchen, ganz bestimmte Habitatstrukturen oder Biotope nachgewiesen werden, dass dann sozusagen sofort das Stoppschild aufgebaut wird, Schutzmechanismen greifen. Und deswegen gibt es da eben auch eine, nennen wir es mal vorsichtig, Zurückhaltung bei Landwirtinnen und Landwirten, sehr viel Gutes auf ihren Flächen zu tun, weil tatsächlich die Fälle von ja, diesen Enteignungen, wie man sie manchmal empfindet, durchaus sehr häufig vorkamen in der Vergangenheit. Aber auch da findet, glaube ich, mittlerweile ein relativ guter, sag mal, eine Trendwende statt in der Wahrnehmung von dem, was Landwirte und Landwirtinnen da tun. Wir haben leider immer noch im Bereich des Handwerkszeugs, also bei der Umsetzbarkeit von Maßnahmen, recht große Fehler. Das hängt damit zusammen, nicht, dass jemand sozusagen das vorsätzlich macht, sondern dass einfach der Filter des Agrarförderrechts teilweise eben auch über Mechanismen läuft, die nicht unbedingt die Umsetzbarkeit auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Hauptfokus haben. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Wir haben auch bei vielen Landwirten, das ist so ein bisschen, hängt zusammen auch mit dieser grünen Enteignung, wir haben eben im Agrarförderrecht eine ganze Menge Sanktionsfallen, habe ich es jetzt mal genannt. Das heißt natürlich nicht, dass die jemand vorsätzlich aufgestellt hat, aber es ist tatsächlich mittlerweile so komplex geworden, das Thema Agrarförderrecht, dass bei geringsten Fehlern tatsächlich da große Sanktionen drohen können, was natürlich auch durchaus bei vielen Landwirten und Landwirtinnen in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ich mache lieber keinen High-End-Naturschutz, weil ich damit schon mal auf die Nase gefallen bin. Wir haben immer noch, und das betrifft natürlich nicht jeden Standort in Niedersachsen oder bundesweit gleichermaßen, wir haben insbesondere auf Standorten, die sehr ertragsreich sind, haben wir immer noch eine sehr ernstzunehmende Unterfinanzierung von Maßnahmen, kann man sich vorstellen. Das im Bereich des Sonderkulturanbaus, nehmen wir jetzt Kartoffeln zum Beispiel, mit sehr hohen Deckungsbeiträgen, aber auch in den Gunstregionen der Börderregionen, dass bei hohen Getreide- oder Rübenerträgen, dass hier einfach ganz bestimmte Zahlungen nicht ausreichen, die vielleicht auf sandigen Standorten, Grenzertragsstandorten vielleicht ausreichen würden. Und hier haben wir insbesondere natürlich das Pachtniveau als wichtiges Stichwort wir, auch wenn wir hier nicht repräsentativ für ganz Deutschland sind, aber haben es teilweise mit Pachtpreisniveaus von sogar jenseits von 1000 Euro pro Hektar zu tun. Und jeder, der sich ein kleines bisschen mit Betriebswirtschaftslehre im landwirtschaftlichen Zusammenhang auskennt, weiß, dass man dieses Geld eigentlich mit normalen Kulturen von der Fläche nicht erwirtschaften kann. Und dann haben wir eben, und da muss ich leider oder zu Recht eben auch mal uns selber an die Nase fassen. Wir haben alle, und das meint jetzt uns Jäger, das meint aber auch viele andere Akteure auch, sehr geringes umsetzungspraktisches Wissen auf nahezu allen Seiten. Das heißt, warum, wo, was, wie, mit welchem Ziel umsetzen. Und deswegen ist ja auch, Frau Sanger, danke schön, dass wir das so auf den Weg bringen konnten. Das ja auch jetzt der Ansatz, um mal ein kleines bisschen Erhellung sozusagen da reinzubringen. Wo müssen wir eigentlich ansetzen? Wo müssen wir den Blick drauf richten? Und was sind vielleicht Maßnahmenbereiche, in denen wir ein bisschen mehr tun können? Ich denke mal, diese Studie ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Das hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Ich glaube, es ist mittlerweile schon 2 oder 3 Jahre her. Das heißt, diese Krefeld-Studie von Insektenforschern aus dem Krefelder Raum, wie man sich unschwer erklären kann, haben in Naturschutzgebieten mit ganz bestimmten Fallensystemen einfach nur die Biomasse von Insekten bestimmt. Das heißt also, diese Fallen, Malesefallen nannten die sich, die also sehr breit, ein breites Spektrum von Insekten fangen, die wurden dort aufgestellt in Naturschutzgebieten und das schon seit sehr langer Zeit, wie man sehen kann, seit 1990 und teilweise auch davor. Und hier hat man bemerkt, dass einfach die Insektenbiomasse, ohne jetzt ganz konkret auf Fliegen oder Falter oder vieles andere einzugehen, dass die insgesamt abgenommen hat. Man muss sich das so vorstellen, da gibt es also sehr große Lagerräume, in denen diese ganzen Gläser aus diesen Fallen dann rumstehen und da konnte man einfach wiegen, die Biomasse, und hier hat man festgestellt, dass die Biomasse insgesamt sehr stark rückläufig ist. Das hat eben sehr starke Wogen geschlagen. Das haben teilweise die Bundesländer sehr unterschiedlich aufgenommen und für sich bewertet. Vielleicht ein kleiner Hinweis, den ich sonst oder im Vortrag weiter nicht habe. Wir Niedersachsen haben den sogenannten Niedersächsischen Weg auf den Weg gebracht. Das ist ein Agreement sozusagen oder ein Schulterschluss zwischen dem Naturschutz, aber auch der Landwirtschaft, und zwar Berufsstand
Ministerium und natürlich allen möglichen anderen Verbänden, in denen man sagt, wir wollen jetzt nicht mehr sozusagen den schwarzen Peter hin und her schieben und wir wollen vor allen Dingen jetzt auch die drastischen Maßnahmen eigentlich verhindern, sondern wir wollen punktgenau Förderung der Biodiversität betreiben und das sozusagen mit allen Akteuren, die da zusammen an den Tisch gehören. Und wir haben sozusagen in vielen Bereichen Hausaufgaben verteilt, die jetzt in diesen Jahren sozusagen abgearbeitet werden. Und wir gehen davon aus, dass wir am Ende ein sehr, sehr gutes Ergebnis bekommen, wo ich sage jetzt mal, die Kollateralschäden nicht so groß sind in Bezug auf naja, das Zuweisen von schwarzen Petern, auch insbesondere an die Landwirtschaft. Landschaft im Wandel, ich glaube, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, aber es ist natürlich immer wichtig, das nochmal auch klar zu machen, auch gerade im jagdlichen Kontext, insbesondere den Jüngeren unter Ihnen und uns ist es natürlich gar nicht so präsent, wie stark sich Landschaften gewandelt haben. Ich selber kann mich natürlich mit meinen 50 Jahren da auch jetzt nicht zurückerinnern, wie es in den 60er Jahren oder 50er Jahren ausgesehen hat, aber zumindest weiß man da sehr deutlich, dass sich einfach die Landschaften insgesamt, die Landschaften Mitteleuropas, muss man sagen, das betrifft nicht nur Deutschlands, sich sehr intensiv verändert haben. Das heißt also eine Kleinparzellierung, ein Strukturreichtum, insbesondere die Größe der Bewirtschaftungseinheiten, die landwirtschaftlichen, aber auch viele Strukturelemente, die Landschaft untergliedern und die für viele Tierarten Rückzugsräume, Nahrungsquellen darstellten, dass sich das in der Zeit so sukzessive verändert hat. Zu einem Bild, wie wir es natürlich heute in vielen Agrarlandschaften finden, ohne das jetzt per se sozusagen verteufeln zu wollen. Aber das sind Entwicklungen, die man einfach feststellen muss, die stattgefunden haben und die zu einem Großteil das bewirkt haben, was wir eben gerade feststellen, nämlich eine immer noch weiter abnehmende Anzahl von Arten in Agrarlandschaften. Ich will Ihnen einmal kurz sozusagen die agrarförderrechtliche Brille aufsetzen. Das ist jetzt ein, nennen wir es mal, x-beliebiger Landschaftsraum aus Niedersachsen, den wir über die Agrarförderanträge von den Landwirtinnen und Landwirten, die jedes Jahr eingereicht werden, sehr genau abbilden können über den Kulturartencocktail, der sozusagen angebaut wird. Das könnte jetzt in diesem Landschaft so wie hier jetzt so aussehen. In einer reinen Kartoffelbauregion könnte das anders aussehen. In der Grünlandregion würde es natürlich auch anders aussehen. Ich wollte nur ganz gerne Ihnen mal sozusagen die Brille eines Insektes oder besser, da sind wir schon bei der ersten Begriffskorrektur sozusagen eines Bestäubers oder einer Bestäuberin, muss man jetzt vielleicht auch sagen, aufsetzen, sodass wir einfach mal versuchen, uns hineinzuversetzen, wie sieht denn eine Landschaft mit diesen Kulturarten eigentlich aus der Sicht eines Bestäubers. Das ist jetzt erstmal die Landschaft, so wie sie aussieht in diesem Realanbau. Die weißen Flecken dazwischen, die Sie sehen, die oder in dem Fall teilweise grünlich hinterlegt, das sind die Flächen, die eben nicht dem Agrarförderrecht unterliegen, für die also Landwirtinnen und Landwirte keinen Förderantrag stellen. Also da kommen wir gleich nochmal dazu, das sind dann eher so die öffentlichen Flächen. Wenn wir Ressourcen für Bestäuber uns angucken, dann meint das erstmal relativ allgemein. Das sind so Rückzugsräume, das sind natürlich auch Nahrungshabitate zum Beispiel, alle Strukturen, die sozusagen als Ressource ganz breit sozusagen zusammengefasst darstellen. Dann merkt man einfach schon mal, dass sich hier ganz bestimmte Kulturen, insbesondere das Getreide, hervortut, dadurch, dass es eben also in dem Sinne keine wirklich gute Ressource darstellt oder gar keine Ressource. Wenn wir das Ganze jetzt noch auf die Nektarquellen runterbrechen für Bestäuber und der Großteil der Insektenarten, die wir gerade vermissen und die rückläufig sind, sind eben davon abhängig, eben auch Nahrungsquellen in Form von Nektar zu finden in der Landschaft, dann merken wir einfach, dass dann wiederum andere Kulturen wegfallen, die in dem Sinne keine Quelle darstellen. Und wenn wir das Ganze noch weiter runterbrechen, und zwar nochmal den zeitlichen Horizont, wie lange diese Strukturen Bestäubern zur Verfügung stehen, dann dünnt sich einfach insgesamt das Bild einer solchen Landschaft noch deutlich weiter aus. Das sind jetzt die langfristigen Ressourcen für Bestäuber. Und hier sind insbesondere natürlich das Grünland, das Intensiv- und das Extensivgrünland sind natürlich in der Wertigkeit da sehr unterschiedlich, aber sind immerhin dauerhafte Strukturen. Und hier natürlich die Bracheflächen oder auch, da kann man davon ausgehen, dass es eben dann Streifen sind, die von Landwirten und oder Jägern angelegt wurden, Wildesungsflächen hier bezeichnet, dass das eben dauerhafte Strukturen sind. Und wenn man sich anguckt, wie viel Platz zwischen diesen Strukturen sind, dann braucht man nicht studiert zu haben, um zu verstehen, dass es ein bisschen schwierig ist, für die eine oder andere Art von A nach B zu kommen. Wenn wir allerdings, und das hatte ich gerade schon mal gesagt, das Agrarförderrecht sozusagen jetzt mal ausblenden und gucken uns mal an, was in derselben Landschaft, die gerade sozusagen so ausgeräumt ist, dann doch an Strukturen vorhanden ist, dann
zeigt sich etwas Interessantes, was ich wichtig finde zu sagen, insbesondere in der Diskussion, wie viel Verantwortung hat jetzt Landwirtschaft oder wer auch immer für das Thema Biodiversität, dann zeigt sich eben, dass hier Strukturen in den Landschaften existieren, die sich außerhalb des Förderrechts bewegen und die gerne auch mal ausgeblendet werden. Und hier handelt es sich eben um die Gewässerrandstreifen, Hecken und Gebüsche, sogenannte Ruderalfluren, das heißt also Fluren, die keiner wirklichen Nutzung unterliegen, aber eben auch noch nicht verbuschen, und sonstige Gehölze, die es überall in der Landschaft gibt. Und ich sage es nochmal deutlich, natürlich sieht jede Landschaft, insbesondere Niedersachsen, aber natürlich auch, wenn wir das bundesweit aufziehen, sehr, sehr unterschiedlich aus. Aber wir können sie eben durch solche Analysen sehr gut abbilden, wenn wir das Förderrecht sozusagen und die nicht förderrechtlich relevante Fläche mal gegenüberstellen. Es gibt in der gesamten Diskussion, Sie sehen das unten drunter an den Unterschriften der hier beteiligten Institutionen, das stammt aus einem wissenschaftlichen Projekt, was wir zusammen unter anderem mit der Uni Göttingen und mit dem Thünen-Institut für Biodiversität und auch Betriebswirtschaft durchgeführt haben. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wie eigentlich die Zielzustände der Agrarbiodiversität sind und was das sozusagen in der Konsequenz bedeutet. Und man kann es relativ leicht sagen, die Stufe 0, also Biodiversitätsverlust, geht ungehindert weiter. Das ist die Stufe 0 hier, den wollen wir sowieso uns gar nicht vorstellen. Die Referenzstufe wäre jetzt also, wir machen so weiter wie immer. Hier als Business as usual, wo stehen wir und wo geht es hin? Dann die Stufe 2, den Biodiversitätsschwund stoppen. Frage, was bräuchte es, um den Rückgang zu stoppen? Stufe 3, Biodiversität mäßig steigern. Was bräuchte es, um eine Trendumkehr sicherzustellen? Und dann die Stufe 4, deutliche Biodiversitätssteigerung. Was bräuchte es für eine echte Erholung? Und dann haben wir natürlich wiederum eine Stufe, die in der Praxis eine geringe Relevanz bedeutet, nämlich maximale Biodiversität, weil hier natürlich die Konsequenzen für die Normallandschaft sozusagen und für die Landbewirtschaftung sehr, sehr, sehr umfangreich sind. Man sieht natürlich hier an diesen Dreiecken, Agrarbiodiversität auf der linken Seite mit dem grünen Dreieck dargestellt, dass die Biodiversität natürlich mit der Zunahme der Stufe sozusagen auch zunimmt. Aber dass natürlich auf der Gegenseite, rechts der blaue Keil, dass hier natürlich die Produktion der Landwirtschaft oder die landwirtschaftliche Flächennutzung insgesamt an Intensität damit dann abnimmt. Wenn man das Ganze jetzt nochmal weiter runterbricht auf die, wir sagen immer so schön, Bedarfe, also das, was es sozusagen an Flächen bedürfte, um die jeweiligen Ziele zu erreichen, dann kommt man auf recht imposante Zahlen, wenn man mit den Wissenschaftlern Deutschland spricht, die sich sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und Sie sehen hier links nochmal die Stufen, 2, 3, 4 insbesondere, die für uns ja die größte Bedeutung haben. Wir haben hier bei der Referenzstufe, also dem Stand jetzt, Verlustrate wie heute, haben wir einen Anteil der Landschaft, nicht Landwirtschaft, ganz wichtig, der Landschaft mit für die Natur wertvollen Flächen, zumindest in beiden Landkreisen, die wir untersucht haben, von nur 6% der Fläche. Landschaft, nicht landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Prognosen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse von den Professoren und Professorinnen, von die wir befragt haben, gehen dahin, dass man sagt, der Rückgang von diesen weiteren Verlusten, wenn wir den stoppen wollen, dann brauchen wir schon 15% der Landschaftsfläche. Wieder der Hinweis, nicht der landwirtschaftlichen Nutzfläche, sondern der Gesamtlandschaftsfläche. Wenn wir dann die nächste Stufe erreichen wollen und eine mäßige Steigerung sogar der Biodiversität, Artenvielfalt erreichen wollen, dann bräuchten wir schon circa 20 bis teilweise sogar 25%, also knapp einem Viertel der gesamten Landschaftsfläche. Und wenn wir eine deutliche Steigerung erzielen wollen, dann brauchen wir sogar 35% der Landschaftsfläche. Das sind natürlich Zahlen, die sich auch nicht auf jeden x-beliebigen Landschaftsraum übertragen können. Natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten jetzt eine Weinbauregion, eine Obstbauregion oder halt eben die Normallandschaft, die wir sie sozusagen in Niedersachsen bezeichnen, und selbst da ist nicht jeder Landschaftsraum gleich, dann ist klar, dass diese Zahlen nicht für jeden Landschaftsraum gleichermaßen gelten können, insbesondere weil natürlich alle Landschaftsräume, die wir in Deutschland haben, eine sehr unterschiedliche Ausstattung mit bestimmten Strukturen haben. Ne? Das heißt, da ist das Relief, die Landschaftsstruktur ist unterschiedlich, natürlich sind die Bodenstrukturen unterschiedlich, es gibt traditionell unterschiedliche Nutzungsformen, wir haben vielleicht hier noch mehr Hecken, Knicks zum Beispiel bei uns in Norddeutschland sind eine sehr wichtige Struktur und vieles andere mehr. Und da ist natürlich jeder Landschaft in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten. Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, das möchte ich noch mal ganz kurz mit ein paar Folien zum Ausdruck bringen, die sicherlich zum Schmunzeln
anregen. Wir haben eben, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ein sehr, sehr rückläufiges Wissen über landschaftliche und landwirtschaftliche Zusammenhänge. Das heißt, viele beurteilen das, was Landwirtschaft da draußen tut oder tun sollte, und aus einem sehr naiven Hintergrund und haben eben dann auch keine Möglichkeit, was man ihnen vielleicht auch gar nicht vorhalten kann, keine Möglichkeit, das zu bewerten aus dem Blickwinkel von jemandem, der seinen Lebensunterhalt oder sein Einkommen für seine Familie damit erwirtschaften muss. Und wir haben auch noch zum Beispiel einen sehr wichtigen Aspekt, der die Entwicklung von landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in der Tierhaltung, sehr stark begrenzen und limitieren. Das ist das Thema Emissionsschutz. So wie sich alle intakte landwirtschaftliche Betriebe vorstellen in einer dörflichen Gemeinschaft. Alle finden das immer so schön, wenn man im Allgäu ist und in Österreich, dann gibt es diese kleinen Betriebe und dann ist ein bisschen Mist und dann riecht es nach Rindern und dann tönen die Kuhglocken und ist alles, dann ist die Welt in Ordnung. Aber wir haben eben leider ein etwas anderes Bild in Niedersachsen. Das heißt, hier haben wir sehr starke emissionsschutzrechtliche Konflikte, die eben auch häufig durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur im ländlichen Raum verursacht wird. Ich möchte Ihnen ganz kurz einmal so einen kleinen Einblick geben auf das, und da kann ich jetzt natürlich auch nicht zu tief einsteigen, auf das, was sozusagen Flächendruck gerade erhöht. Ich habe es mal als der Druck auf die Fläche bezeichnet. Sie wissen selber, dass das Thema Wasserschutz, und das meint einerseits den qualitativen Wasserschutz, also sprich alles, was an Dingen nicht in das Wasser hineingehört, zum Thema Nährstoffmanagement, dass das gerade eine sehr stark bestimmende Thematik ist, die natürlich, wenn wir Düngeniveaus reduzieren und vieles andere, was damit zusammenhängt, dass das natürlich auch Einfluss hat auf die Art und Weise, wie produziert werden kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den quantitativen Wasserschutz. Das heißt, gerade das Stichwort Beregnung in diesen sehr trockenen Jahren, insbesondere Jahre 2018, 19 und auch 20. Aber auch dieser Sommer haben wieder gezeigt, dass dann relativ schnell der Fokus auf die landwirtschaftlichen Wasserverbräuche kommen. Das ist teilweise, muss man ehrlicherweise sagen, recht unehrlich. Wir hier in Fuhrberg, im Fuhrberger Feld, sind ein sehr großes Grundwassergewinnungsgebiet für die Stadt Hannover. Hier werden viele Millionen Kubikmeter Wasser jedes Jahr gefördert und Richtung Hannover gepumpt und verlassen dann Hannover sozusagen über die Leine dann Richtung See und kommen natürlich nicht wieder da an, wo das Wasser eigentlich ursprünglich mal gewonnen wurde. Und insbesondere die landwirtschaftlichen Entnahmen sind im Vergleich zu privaten Entnahmen, im Vergleich zu gewerblichen Entnahmen und vielen anderen mehr, sind tatsächlich eher gering einzustufen, aber sie gehören natürlich in die Gesamtbetrachtung rein. Und auch hier wird sich natürlich in den nächsten Jahren einiges tun müssen. Wir haben den Schutz von Oberflächengewässern über Abstandsauflagen und natürlich auch über die Renaturierung von Gewässern mit ihrem funktionalen Umfeld. Das heißt, wir haben also Gewässerabstandsauflagen, die sozusagen die ganz normale, in Anführungsstrichen normale Bewirtschaftung bis an den Gewässerrand nicht mehr zulassen. Und wir haben natürlich auch durch verschiedene europäische Strukturen und auch Zwänge die Notwendigkeit, Gewässer, nicht alle, aber zumindest einen sehr großen Teil der Gewässer in Deutschland in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Wir haben das Thema Förderung der Biodiversität. Ich hatte es kurz angerissen. Wir haben zumindest beim Niedersächsischen Weg ein 10% Offenlandziel definiert für den Biotopverbund. Das heißt, 10% des Offenlandes sollen tatsächlich einen wirksamen Beitrag zum Biotopverbund leisten. Und das wird natürlich, wie man sich vorstellen kann, eben auch nicht nur außerhalb der landwirtschaftlichen Fläche stattfinden können, sondern auch auf der landwirtschaftlichen Fläche. Dann haben wir das Thema Bodenschutz und Erosionsschutz, auch große Themen. Wir haben das Thema Pflanzenschutzmittel, PSM-Reduktion hier abgekürzt und auch Verbote. Insbesondere haben wir hier das Problem, dass Wasser- und Nährstoffkonkurrenzen zu der Vegetation entstehen, die sozusagen wir nennen es Beikräuter oder Ackerbegleitvegetation, auch ein sehr schönes Wort. Das natürlich, wenn man diese krautartigen Pflanzen und auch Gräser auf Äckern eben nicht verhindern kann, chemisch natürlich, dann entstehen hier natürlich Wasser- und Nährstoffkonkurrenzen auf der Fläche, sodass man hier natürlich auch einfach mit geringeren Ernteniveaus rechnen muss. Das Thema Grünlandmehrung ist eigentlich ein Dauerthema, das heißt, wir wollen und brauchen mehr Grünland, allerdings lässt sich das natürlich ohne landwirtschaftliche Betriebe auch gar nicht mehr realisieren. Sie wissen selber, dass die Anzahl der tierhaltenden Betriebe eigentlich ständig rückläufig ist und insbesondere in Börderegionen mit hoher Wertigkeit der Böden, dass da eigentlich die Tierhaltung schon sehr lange auf einem sehr geringen Niveau fährt. Der Schutz organischer Böden und die Moorrenaturierung ist ein riesiges Thema, gerade für Niedersachsen. Wir sind sehr, eine sehr hochmoorreiche Region, und da kann man sich vorstellen, dass da eine ganze Menge
sich gerade bewegt in Bezug auf das Thema Renaturierung und Wiedervernässung natürlich. Die Extensivierung der Tierhaltung, Emissionsschutzauflagen hatte ich erwähnt, aber auch der Ausbau erneuerbarer Energien. Wir haben es mal hochgerechnet. Für Niedersachsen würde das bedeuten 22.500 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche an Bedarf für die Ausbauziele bei der Freiflächenphotovoltaik. Und das Thema Windenergie käme dann noch dazu. Wir haben die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung oder auch Kompensationsmaßnahmen, die bei jedem Eingriff in Natur und Landschaft naturschutzrechtlich erforderlich werden. Und wir haben eigentlich eine stetige Erhöhung des Pachtpreisniveaus durch Verknappung der Fläche. Und das muss man tatsächlich sagen, zusammenfassend alles auf derselben unvermehrbaren Fläche. Und das ist natürlich tatsächlich nicht ganz trivial, wenn man sich diese ganzen Anforderungen heutzutage, wir sprechen ständig von Multifunktionalität der Fläche, wenn man sich das anguckt, dass das alles auf derselben Fläche zu leisten ist, dann beschleicht einen das Gefühl, dass es tatsächlich ganz schön tricky ist, sozusagen diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. Was gerne vergessen wird, und jetzt gehe ich so ein kleines bisschen in die Geschichte, nicht jetzt ganz weit zurück, tausende von Jahren, aber zumindest ein paar hundert Jahre vielleicht, der Entwicklung der Landwirtschaft. Wir haben sehr, sehr lange die sogenannte Dreifelderwirtschaft gehabt, über 1000 Jahre. Ein irrsinniger Artenvielfaltsmotor, da kamen sozusagen die Gewürzstraßen und die ganzen Handelsbeziehungen weltweit, die dann mehr und mehr in Gang kamen, kam da sehr stark zum Tragen, dass viele Arten bei uns eingetragen wurden, eingeschleppt wurden, würde man heute vielleicht sagen. Heutzutage würde man von Neubürgern oder Neophyten, Neozoen sprechen. Früher war es sozusagen ganz normal, da hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Aber wir haben eine Intensivierung der Bewirtschaftung und auch der Erhöhung des Kulturartenspektrums erlebt, dadurch, dass sozusagen die Dreifelderwirtschaft irgendwann auch abgelöst wurde durch eine intensivere Landwirtschaft. Wir haben die Kultivierung und auch die Intensivierung von Grenzertragsstandorten erlebt durch Kulturtechnik. Das möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Das ist einfach nur faktisch hat es stattgefunden, dass Moore, Heiden und Auen eben in Kultur genommen wurden, weil einfach mehr technische Möglichkeiten zur Verfügung standen. Und die Ackernutzung von Grünlandstandorten wurde natürlich auch insbesondere mit der zunehmenden Entwässerung von Landschaften möglich. Wir haben das Verschwinden der Wanderschäferei und den Rückgang der Weideviehhaltung zu verzeichnen gehabt. Und hierbei ist insbesondere ein Mechanismus relevant, nämlich die Verbreitung von Pflanzensamen und Insekten. Das heißt also, kann man sich vorstellen, eine Wanderschafherde ist sozusagen ein großes Insekten- und Samentaxi. Das heißt also, diese Tierarten und Pflanzensamen werden dann eben durch die Wanderungen von A nach B getragen und durch die Schuhe, also durch das Scheren und auch einfach durch das Herausfallen aus dem Fell der Tiere hatten wir einfach Verbreitungsmöglichkeiten. Die Vergrößerung der Bewirtschaftungseinheiten, das ist, denke ich mal, jedem auch klar, insbesondere das Stichwort Flurbereinigung oder heute sagt man schöner Flurneuordnung ist hier zu nennen. Hier ist ein landschaftsökologischer Begriff immer sehr wichtig, die sogenannten Grenzlinien oder auch der Grenzlinieneffekt. Das heißt, je kleiner eine Landschaft sozusagen untergliedert ist durch Flächen, desto mehr Linien habe ich innerhalb dieses Landschaftsraumes. Und je mehr Linien ich habe, desto mehr Kulturarten, Übergänge habe ich. Und das sind immer Bereiche, die sozusagen für Insekten, für Tierarten eine relativ große Bedeutung haben. Dann haben wir die Bereinigung der Landschaft von Strukturelementen als Rückzugsraum. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, das ist vielfach im gesellschaftlichen Auftrag geschehen. Das heißt, es wurden in den 60er, 70er Jahren wurden tatsächlich Prämien dafür gezahlt, dass Hecken weggerissen wurden, dass Streuobstwiesen in intensiver nutzbares Land umgewandelt wurden. Und das muss man tatsächlich auch sagen, das ist jetzt nicht eine Sache gewesen, die nur der Gewinnmaximierung der Landwirtschaft gedient hat, sondern das war insgesamt einfach politischer und gesellschaftlicher Wille. Wir haben die Umstellung von Fest auf Flüssigmist. Flüssigmist gerne auch mal so abfällig als Gülle bezeichnet. Wir reden lieber von Fest- und Flüssigmist und hier in dem Zusammenhang entscheidend eben Verbreitungsmechanismen, die eigentlich über das Stroh, also den Samenanteil und den Strohanteil innerhalb des Festmistes existierten, dass das eben einfach mehr oder weniger kaum noch stattfindet. Wir haben eine stetige technische Erhöhung von Flächenleistung und Bewirtschaftungspräzision, das heißt die Wildkrautregulierung, wie man so schön sagt, und die Konkurrenzen. Wir haben eine stetige Verbesserung der Saatgutreinigung, auch sehr wichtig. Früher wurde eben mit verschiedenen Mehlen und dem ganzen Druschgut, was man hatte, wurden eben auch die Samen von A nach B getragen und sind dann da entsprechend geblieben und konnten sich so verbreiten. Das findet heutzutage schon auf dem Drescher nicht mehr statt, also das heißt, die Samen bleiben auf dem Feld. Und dann kam natürlich eine sehr einschneidende Entwicklung, nämlich durch das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, die Möglichkeit, aus Luft Stickstoff Mineraldünger zu machen.
Und hiermit insgesamt einfach das Nährstoffniveau anzuheben, das Wirtschaftsdüngerniveau hat zugenommen. Und damit haben wir natürlich auch die Steigerung des Dünger- und damit des Ertragsniveaus und damit auch der Konkurrenzverhältnisse in Beständen, die insgesamt ungünstiger wurden für die Beikräuter und Wildkräuter, die wir eigentlich heutzutage sehr gerne häufiger auf dem Acker sehen würden. Wir haben eine Verengung der Fruchtfolgen zu Felderfolgen. Das ist jetzt so ein bisschen agrarwirtschaftliches Studium, Grundstudium quasi. Das heißt, wir haben einen relativ geringen Kulturartenanteil, der in relativ enger Folge aufeinander folgt. Früher war das sehr viel breiter. Das heißt, die einzelnen Betriebe waren weniger stark spezialisiert und haben dafür ein sehr großes Spektrum von Kulturen angebaut. Und hier haben wir natürlich einfach auch das Problem, dass durch diese verengten Fruchtfolgen sich ganz bestimmte Unkräuter oder Ungräser so stark vermehrt haben, dass sie eben auch zum Problem wurden. Und dann haben wir eben auch als Reaktion darauf abnehmende Produktionsanwendungskosten von sogenannten Bioziden, um das ganz allgemein zu sagen. Und hier eben ganz wichtig nochmal der Hinweis, es handelt sich insbesondere um das Problem der selektiven Herbizide, das heißt der Herbizide, die sich ganz bestimmte Artengruppen sozusagen aussuchen, in dem Fall insbesondere die zweikeimblättrigen, also sprich die krautigen Pflanzen. Und dass diese Diskussion um das Glyphosat ist leider so eine etwas irregeführte Platzhalterdiskussion. Das Problem, was wir im Bereich der Artenvielfalt in Offenlandschaften haben, ist tatsächlich weniger auf Glyphosat zurückzuführen als auf den Einsatz von ganz bestimmten Herbizidgruppen. Und damit haben wir eben eine ständige Verringerung der ökonomischen Schadschwelle auch erlebt. Ökonomische Schadschwelle heißt, ich muss mir halt als Landwirt immer überlegen, lohnt sich für mich die Fahrt über den Acker, um eine ganz bestimmte Maßnahme durchzuführen, vor dem Hintergrund der Kosten für die Maßnahme und den Schaden, der sozusagen durch die Maßnahme oder durch den Befall entsteht, wenn ich die Maßnahme nicht durchführen würde. Und diese Schadschwelle ist einfach ständig gesunken, dadurch, dass die Kosten sich einfach für Biozide über die Jahre hinweg ständig verringert haben. Und dann kann man sicherlich noch vieles, vieles weitere anführen. Entscheidend ist aber, dass wir einfach ständig einen stetigen Rückgang der Erzeugerpreise und das Sinken der Anteile von Lebensmitteln im Warenkorb verzeichnen können. Das heißt, wir, Sie und ich will mich da nicht ausschließen, geben einfach zu wenig, könnte man überspitzt sagen, aber wir geben einfach sehr wenig Geld im Vergleich zu Italienern, im Vergleich zu Franzosen aus für Lebensmittel und alles, was damit zusammenhängt. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis und deswegen nochmal der Hinweis auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung an dem, was da draußen in der Vergangenheit passiert ist. Das nur ganz kurz einmal Ihnen so ein Bild eines sogenannten Gewanndorfes. Das ist also ein Dorf, in dem früher mehr oder weniger zeitgleich alle das Gleiche getan haben, aber das Ganze eben in sehr schmalen Streifen. Hier hatten wir die Winterung oder die Sommerfrucht, die Winterfrucht und die Brache, also klassische Dreifelderwirtschaft. Und das sind also tatsächlich Zeiten von über 1000 Jahren gewesen, in denen sich ein sehr, sehr großer Teil der Artenvielfalt, die wir heute vielleicht einfach nicht mehr haben, entwickelt hat, insbesondere die Pflanzenarten, die bei uns eingetragen wurden und natürlich in Verbindung mit den Pflanzen, die vielen Bestäuber und die vielen Insektenarten, die dann sozusagen sich damit verbanden. Die Landwirtschaft von morgen, ich bin jetzt kein Hellseher, aber ich kann zumindest so einiges deuten, was wir in letzter Zeit wahrnehmen. Insbesondere das Thema Erosion, Landschaftswasserhaushalt, Biodiversität wird mit Sicherheit in den nächsten Jahrzehnten dazu führen, dass sich landwirtschaftliche Flächennutzung einfach anders darstellen wird. Und hier ist insbesondere ein großer neuer Begriff entstanden, die sogenannten Agroforstsysteme. Das heißt, die Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzfläche und im weitesten Sinne Gehölzen, die allerdings sehr unterschiedlich genutzt werden können. Sie sehen hier links im Bild, das sind eindeutig Obstgehölze. Wir haben hier im mittleren Bild haben wir eine sogenannte Kurzumtriebsplantage. Das heißt also ein streifiges Gehölz mit schnellwüchsigen Gehölzarten, was dann zur energetischen Nutzung, meinetwegen alle 5 Jahre zum Beispiel, geerntet wird. Und hier rechts sozusagen die High-End-Variante. Wir haben landwirtschaftliche Kulturen unter einem Gehölzbestand und außerdem noch eine Tierhaltung darauf. Das wäre sozusagen jetzt das Idealbild von dem, was man alles zusammen auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche stattfinden lassen kann. Das ist mit Sicherheit größtenteils noch Zukunftsmusik, aber das scheint sich zumindest in diese Richtung zu entwickeln, dass wir in Zukunft sehr viel häufiger diese sogenannten Agroforstsysteme in der Landschaft, in der Landwirtschaft sehen werden. Ich möchte Ihnen zwei Bücher wärmstens ans Herz legen, die ich jetzt hier ganz kurz vorstelle. Das soll jetzt hier keine Schleichwerbung sein. Ich bin auch nicht Autor dieser Bücher. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass das Bücher sind, die tatsächlich sehr viel Hintergrundwissen geben und auf sehr angenehme Weise geschrieben. Ein Grundverständnis sozusagen, was heißt Kulturlandschaft? Wie sind wir eigentlich dahin gekommen zu dem, was wir heute haben?
Was war in der Vergangenheit und wie muss man alles das, was wir jetzt als Biodiversität bezeichnen oder als Fehlentwicklung, wie muss man das eigentlich einordnen? Und das ist dieses einerseits, ich blende das jetzt nur ganz kurz ein, weil Sie ja die Möglichkeit haben, auf diesen Vortrag nochmal zurückzugreifen. Das nächste Buch ist im Prinzip fast namentlich identisch, ist ein kleines bisschen wissenschaftlicher. Übrigens, dieser Herr Poschlot war auch einer der Professoren, die wir befragt haben zur Einschätzung in Bezug auf die Prozentzahlen von Landschaftsfläche, die benötigt werden für die Erreichung der jeweiligen Stufen. Ja, jetzt kommen wir zu einer etwas unangenehmen Realität, nämlich die Einflüsse auf die sogenannten agrarökologischen Praktiken. Also was tun Landwirte in Bezug auf Naturschutz und viele andere Dinge? Und wo wir stehen, da meine ich jetzt in dem Fall wir als Jägerinnen und Jäger. Wir haben mal in einem Projekt zusammen mit dem Thünen-Institut für Betriebswirtschaft uns mal Gedanken gemacht, wer nimmt eigentlich hier in welcher Form Einfluss auf das, was Landwirte und Landwirte tun. Und die Größe der Symbole, wie sie hier abgebildet sind, sind sozusagen der Indikator dafür, wie stark der Einfluss ist. Und daraus kann man dann schon mal ableiten. Nehmen wir mal jetzt sehr zentral, der Farmer, also der landwirtschaftliche Betrieb, nimmt eben sehr stark auch Einfluss auf das, was andere landwirtschaftliche Betriebe tun. Die Agri Chamber, das wären dann in dem Fall wir, aber auch zum Beispiel oben die Farmers Union, das sind die landwirtschaftlichen Berufsverbände, die sehr stark Einfluss nehmen. Aber es sind eben auch die Naturschutzorganisationen, es sind natürlich auch die Landeigentümer, also die Landowners, weil natürlich nicht jeder Landeigentümer jeden Landwirt das tun lässt, was er vielleicht gerne möchte. Selbst wenn er vielleicht eine wunderschöne Blühfläche anlegen möchte, gibt es auch viele Eigentümer, die das so in dem Maße gar nicht zulassen. So, und vieles andere mehr, natürlich auch der Konsument, die Medien und vieles andere mehr, der Handel natürlich auch. Und dann eben links außen mit diesem roten Kringelchen drum ist so ein kleines Licht sozusagen. Das sind wir Jägerlein, die leider in einem relativ überschaubaren Rahmen Einfluss nehmen können auf das, was landwirtschaftliche Betriebe tun, weil einfach die Trigger sozusagen ganz andere sind heutzutage. Aber wie man das vielleicht verändern kann, da kommen wir dann mit Sicherheit gleich noch bei. So, ein bisschen aufräumen mit Begriffsdefinition. Von was reden wir? Begriffsdefinition, Definition und Klarstellung. Jeder, der an einem solchen Feld vorbeifährt, wo dieses tausend schön, nämlich die Phacelia eingesät ist, oh, ist das schön. Ne? Da brummt es und summt es, man schließt die Augen und die Welt ist in Ordnung. Dann ist natürlich die Frage, ich habe es deswegen auch mit einem kleinen Fragezeichen versehen, ist das wirklich sozusagen das, was wir uns natürlich jetzt naturschutzfachlich, landschaftsökologisch unter einer wertvollen, und zwar für Insekten wertvollen Fläche vorstellen? Kann ich natürlich das Ergebnis schon mal vorwegnehmen? Nö. Ist nämlich nicht das Nonplusultra. Der Imker freut sich wie Bolle, wird sofort natürlich seine Kästen dahinstellen und es freuen sich auch einige Wildbienen, allerdings nur die großen, insbesondere die Hummeln. Und viele andere Arten gehen eben leider leer aus bei dieser ganzen Geschichte. Und insbesondere, wenn man jetzt mal sich anguckt, auf welcher Pflanze hier ein Falter landen würde, der würde auf dieser Phacelia nicht landen, weil er nämlich gar keine Möglichkeit hat, mit seinen Mundwerkzeugen an den Nektar zu gelangen. Der würde auf der wahrscheinlich einzigen Distel, die auf dieser Fläche steht, dann drauf landen. Das heißt, um Ihnen klarzumachen, nicht jede Pflanze ist für alle Insekten gleichermaßen gut. Das ist sicherlich schon mal so eine Quintessenz, die Sie mitnehmen müssten. Allein mit diesen schönen, für das menschliche Auge schönen Pflanzen ist eben die Welt noch nicht gerettet. Deswegen ganz wichtig auch das Stichwort Sichtweisen ist für mich immer sehr wichtig, insbesondere wir als Jägerinnen und Jäger sozusagen als am Ende in der Nahrungskette. Da ist sicherlich auch eine ganze Menge Verbesserungsbedarf in der Selbstwahrnehmung. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg, vielleicht sogar ein bisschen besser als viele andere in unserer Gesellschaft. Aber ich sag mal, da ist auch noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und insbesondere, wenn es um die Wahrnehmung von solchen Flächen, die ich gerade gezeigt hatte, geht, geht es eben auch darum, tatsächlich eine Wahrnehmung zu verändern. Das menschliche Auge nimmt eben ganz anders wahr als beispielsweise das Auge eines Bestäubers. So, da wären wir auch schon beim nächsten Stichwort. Bestäuber ist nämlich, obwohl das leider vielfach falsch so transportiert wird, ungleich Honigbiene oder Biene. Sie wissen selber, bei jeder Apotheke kriegt man mittlerweile ein Saatguttütchen in die Hand gedrückt und da ist ein Bienchen drauf und dann kann man das aussäen und dann fühlt man sich so gut und dann ist alles schön. Ja, aber Bestäuber ist eben nicht gleich Biene und Artenrückgang ist vor allen Dingen nicht gleich Bienensterben. Das wird auch leider sehr gerne falsch benutzt. Das kommt so ein bisschen aus dem Zusammenhang, dass es eben ganz bestimmte Spritzmittel gibt, die natürlich bienengefährdend sind. Die sogenannten Neonicotinoide, das kann man auch nicht so leicht aussprechen, wenn man schon ein bisschen viel geredet hat.
Aber das Bienensterben ist eben nicht Artenrückgang. Die Honigbiene ist ein landwirtschaftliches Nutztier, das ist wichtig. Ich will in dem Zusammenhang jetzt nicht das Stichwort Massentierhaltung in den Mund nehmen, aber auf jeden Fall ist die Honigbiene eben keine natürliche Bienenart sozusagen, sondern tatsächlich ein Nutztier. Honigbienenschutz ist dementsprechend auch nicht gleich Förderung der Artenvielfalt, sondern häufig eben auch eher ungleich. Die Phacelia, die ich gerade gezeigt hatte, ist ein super Beispiel dafür, wo die Honigbiene sozusagen voll drauf fliegt und abgeht, aber damit habe ich eben noch nicht viel Förderung der Artenvielfalt betrieben. Eine Blumenwiese ist nicht gleich eine Blühfläche. Das ist natürlich jetzt auch so ein kleines bisschen durch das Problem, wie Agrarumweltmaßnahmen das Ganze bezeichnen, gewachsen, aber es wird gerne durcheinander geworfen, dass eine Blühfläche eine Blumenwiese ist und umgekehrt. Ein Blühstreifen ist nicht gleichzeitig ein artenreicher Feldrain. Feldrain sind diese grünen Wege und der Wegeseitenraum, den wir in der Landschaft eben gerne auch haben. Für uns Jägerinnen und Jäger ganz wichtig, eine Kirrung ist nicht gleich eine Biotopmaßnahme, kann sie natürlich sein. Wir hatten letztens mal den Fall, dass tatsächlich regelmäßig Kraniche bei uns die Kehrung an einem Wildacker leergeräumt haben. Dann ist es vielleicht schon wieder Förderung der Artenvielfalt, das weiß ich nicht. Aber per se sind Kehrungen eben keine Biotopmaßnahme. Und vor allen Dingen Saatgut ist nicht gleich Saatgut. Wir selber legen in sehr großem Umfang bei uns regelmäßig Wildäcker an und probieren einiges auch aus. Und da muss man ganz klar sagen, komme ich gleich nochmal drauf, dass hier in dem Fall eben auch nicht Saatgut gleich Saatgut ist. Und ein Wildacker heißt eben damit nicht automatisch Förderung der Artenvielfalt, sondern eigentlich nur dann, wenn ganz bestimmte Regeln beachtet werden, auf die wir gleich auch noch ein bisschen weiter eingehen wollen. Um Ihnen klarzumachen, wie sozusagen nochmal der Blick eines Insekts auf das Thema Entfernung ist, Aktionsradien von verschiedenen Artengruppen. Nehmen wir die Honigbiene, die kann locker mal 5 bis 6 Kilometer oder mal auch mehr schaffen, um dann Flächen zu erreichen, die für sie interessant sind. Bei Hummern reduziert sich das schon deutlich auf unter 500 Meter oder bis 500 Meter. Wenn man dann die nicht staatenbildenden solitären Kleinbienen, von denen wir über 300 haben in Deutschland und auch Wespen, die gerne vergessen werden haben, dann reden wir von Aktionsradien, die schon sich unter 200 Meter oder auch sogar deutlich darunter bewegen. Nehmen wir jetzt kleine Solitärbienen, die wirklich nur so 2, 3 Millimeter groß sind. Wenn wir dann Heuschrecken und Laufkäfer uns angucken, dann stellt sich schon mal ein sehr großes Fragezeichen, weil die eben in aller Regel auch nicht gut flugfähig sind. Und wenn wir uns dann die flügellosen Tiergruppen, nehmen wir Amphibien, nehmen wir Reptilien, nehmen wir Asseln oder Hundertfüßer, wie auch immer nehmen, dann hört natürlich der Spaß sozusagen schon relativ schnell auf. Und das gehört eben auch alles in die Gesamtdiskussion von Biodiversität, weil es eben nicht nur um Insekten geht, es geht nicht nur um Bestäuber, sondern es geht sozusagen um die Gesamtheit aller Tier- und Pflanzenarten, die eben auch sehr gerne vergessen werden und deren Vielfalt. Vergessene Bestäuber, und das ist jetzt nur mal ganz kurz sowas rauskopiertes aus Wikipedia. Wenn Sie jetzt also in diese einzelnen Bereiche nochmal reinklicken, der Asselfliege oder hier sind irgendwo auch die Rachendasseln drin, die wir alle natürlich vom Rehwild sehr gut kennen oder auch die Hautdasseln, das gehört da alles mit dazu, dann klappen sich natürlich hier nochmal sehr, sehr große Individuenzahlen und Zahlen aus von verschiedenen Unterarten. Das heißt, dass diese Gruppe der Fliegen ist so gigantisch groß, die natürlich auch eine sehr große Nahrungsquelle für Spinnen zum Beispiel darstellen. Das heißt also, hier ist es ganz wichtig, eben tatsächlich von der Biene wegzukommen zu dem Bestäuber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir zum Beispiel uns hier mal die Schwebfliegen rausnehmen, haben diese natürlich zum Beispiel auch eine sehr große Bedeutung als Nützling innerhalb der Landwirtschaft, weil sie zwar als adultes, also erwachsenes Tier von Nektar abhängig sind, aber tatsächlich größtenteils parasitoid sind. Das heißt, sie legen Eier an bestimmte andere Insektenlarven, wie zum Beispiel das Getreidehähnchen oder auch verschiedene andere Insekten, Schadinsekten. Eine ganz wichtigste Erkenntnis, kleiner Fehler drin, und das ist mir auch nochmal wichtig, weil immer gerne sofort bei den Vögeln angefangen wird. Das finde ich zwar einerseits nachvollziehbar, weil die irgendwie, na, wie sagt man, so schön sexier sind als alles andere, was da vorkommt, aber die Nahrungsketten funktionieren eben nicht so, dass wir bei den Vögeln anfangen, sondern erst kommen die Pflanzen, dann kommt die Insektenvielfalt und dann kommt eben erst sozusagen die Avifauna und alles Weitere, was sich dann in den Nahrungsketten sozusagen daran anschließt. Das ist eine sehr wichtige Sache und das ist auch ein sehr wichtiger Grundsatz, den ich verstehen muss. Wenn ich Gutes für die Biodiversität tun möchte, dann muss ich bei den Pflanzen, bei der Pflanzenvielfalt anfangen, sonst bekomme ich eben keine Insektenvielfalt, keine Bestäubervielfalt und alles Weitere danach eben auch nicht. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der zumindest anscheinend ein Schwerpunkt dieses Vortrags sein sollte. Ich versuche das aber tatsächlich
mit ein paar abschreckenden Bildern so gering wie möglich zu halten, so klein wie möglich zu halten. Der Titel, die Maßnahmen, der gab Allheilmittel oder unwirksames Bürokratiemonster. Tatsächlich will ich keinen kompletten Verriss sozusagen sämtlicher Agrar-Umweltmaßnahmen machen, insbesondere auch nicht der neuen Maßnahmen, die jetzt ab 2023 auf den Weg gebracht wurden. Da hat sich im Vergleich zu dem Förderzeitraum davor schon einiges zum Positiven verändert. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass diese Agrar-Umwelt-Maßnahmen immer durch das Förderrecht bestimmte Korsagen und auch Fußfesseln sozusagen beinhalten und natürlich auch insbesondere die von mir schon angesprochenen Probleme mit den Fallstricken und den Sanktionsfallen. Wie könnte es anders sein? Wir Deutschen müssen alles immer besonders gründlich machen. Wenn man auf Veranstaltungen ist mit Menschen, die das Thema Naturschutz und Biodiversität aus anderen Ländern Europas betrachten, dann wundert man sich, wie unterschiedlich teilweise dann doch die Umsetzung sein kann. Und wie man an der Dicke des Regelbuchs, des deutschen Regelbuchs erkennen kann, ist eben, dass die Leidenschaft für Regeln in Deutschland wohl relativ ausgeprägt, ohne jetzt jemandem da zu nahe treten zu wollen. Einen kleinen Einblick möchte ich Ihnen geben in den landwirtschaftlichen Alltag, nämlich Alltag insofern, als dass eben das Geld zumindest gefühlt bei vielen Betrieben gar nicht mehr auf der Fläche verdient wird, sondern tatsächlich eigentlich mehr am Schreibtisch. Die Zahlen, die hier links abgebildet sind, sind die sogenannten Kulturcodes oder Kodizes, die bei 112 beginnen und dann bis zur Zahl 999 gehen. Und Sie sehen hier an der Bezeichnung, hier ist also tatsächlich jede Möglichkeit einer landwirtschaftlichen Kultur des Anbaus einer landwirtschaftlichen Kultur oder einer landwirtschaftlichen Flächennutzung mit einem eigenen Code belegt, der dann natürlich entsprechend dieser Kodierung auch im Agrarförderantrag anzugeben ist. Eine Fehlkodierung kann natürlich insbesondere bei einer Prüfung, wenn das festgestellt wurde, und wenn man zum Beispiel sich einfach vertan hat, bei diesen Codes, die relativ nah beieinander liegen, dann würde das zum Beispiel schon wieder zu einem ersten Problem führen. Die anderen Zeilen mögen Sie jetzt einfach gar nicht so intensiv beachten. Das kommt mehr aus einer düngebehördlichen Betrachtung. Das heißt also, wie relevant die jeweiligen Codes sind für ganz bestimmte düngerechtliche Fragestellungen. Ich wollte Ihnen nur klar machen, mit wie vielen landwirtschaftlichen Nutzungsarten und Nutzungscodes wir es sozusagen hier zu tun haben, beziehungsweise die Betriebe. Das ist jetzt ein Rechner, den wir als Landwirtschaftskammer Niedersachsen unseren Betrieben zur Verfügung stellen. Insbesondere die Berechnung dessen, was man nach Agrarförderrecht eben auch zum Beispiel an Stilllegung auf der Fläche stattfinden zu lassen hat. Das Thema Landschaftselemente, die natürlich entsprechendem Schutzstatus unterliegen und vieles andere mehr. Hier ist es einfach notwendig, weil man da kaum wirklich alleine durchsteigt, hier Möglichkeiten an die Hand zu geben, um für Betriebe einfach die Möglichkeit zu geben, hier rechnerisch sich ein bisschen leichter zu machen. Das entwickelt sich natürlich auch ständig weiter, aber das ist zumindest eine Möglichkeit herauszufinden, wie meine betrieblichen Verpflichtungen sind, in welchem Umfang ich von was zu tun habe. Das ist eine sogenannte Kombinationstabelle, auf die ich jetzt nicht großartig eingehen möchte. Hier handelt es sich eben um Maßnahmen, wie sie miteinander kombinierbar sind, also untereinander. Sie wissen selber, mittlerweile heißt es gar nicht mehr Greening insgesamt, sondern wir haben die sogenannten Konditionalitäten. Und wir haben dann eben natürlich auch noch den Vertragsnaturschutz, also die Agrar-Umweltmaßnahmen inklusive. Und hier gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten oder halt eben auch nicht, was insbesondere diese schwarzen Kästchen beinhalten, dass ganz bestimmte Maßnahmen eben nicht mit anderen kombiniert werden können. Aber dabei möchte ich es auch bewenden lassen. Ich will Ihnen nur damit klar machen, es ist wirklich fast schon ein Studium, sich da so reinzufuchsen, um da durchzufinden, dass sich also selbst die landwirtschaftlichen Beraterinnen und Berater bei uns im Haus manchmal schon schwer tun, hier wirklich fehlerfrei sozusagen und anstoßfrei durchzukommen. Was das Ganze natürlich etwas verkompliziert, das ist die Tatsache, dass wir eben nicht überall in Deutschland dieselben behördlichen Strukturen haben, die sozusagen für das Thema Agrarförderrecht und Agrarförderantragstellung zuständig sind. Das möchte ich jetzt auch nicht im Einzelnen durchgehen. Vielleicht finden Sie relativ schnell Ihr Bundesland, aus dem Sie kommen, wieder. Hier haben wir eine, um es mal vorsichtig zu sagen, auch gewissermaßen Diversität. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Strukturen. Wir können eigentlich bei uns für Niedersachsen von Glück sagen, dass wir eine
Landwirtschaftskammer haben, und das können auch andere Bundesländer, die Landwirtschaftskammern haben, von Glück sagen, dass es diese Strukturen gibt. Das soll jetzt sozusagen die Qualität der anderen Strukturen nicht schmälern. Ich erlebe halt nur in der Diskussion mit anderen Institutionen, Landschaftspflegeverbänden und vielem anderen mehr, dass es teilweise durchaus schwierig ist, wenn die Aufhängung des Agrarförderrechts nicht so deutlich bei einer Institution gebündelt ist, wie das bei uns der Fall ist. Das aus 2019 zwar eigentlich Geschichte, aber es ist eigentlich nur mal, um Ihnen klarzumachen. Wir haben ja mal eine Aufstellung gemacht, welche Möglichkeiten Landwirtinnen und Landwirte haben, eine Wildacker- und Blühpflanzenmischung einzusehen. Und hier ist dann einerseits der Kulturcode vorne dann anzugeben gewesen, der sich natürlich mittlerweile auch verändert hat. Dann hat sich damit dann aber auch eine ganz bestimmte Nutzungsmöglichkeit oder halt Nichtmöglichkeit verbunden. Bei den einen ja, bei den anderen nein. Die einen dürfen gedüngt werden, die anderen dürfen nicht gedüngt werden. Beim Saattermin gibt es teilweise sehr unterschiedliche Nutzung, also Aussaattermine, die teilweise, so viel zum Thema Umsetzbarkeit und Wirksamkeit, sehr schwierig zu bewerten sind. Wenn man sich vorstellt, am 1. April sähe ich also eine sehr hochwertige Saatgutmischung aus auf meinem, nennen wir es auch mal Wildacker oder auf meiner Blühfläche, und dann kommt ein Spätfrost, dann wird der Großteil der Pflanzen, die ich da möglicherweise mit sehr viel Geld eingesät habe, wird nicht das Tageslicht erblicken, sozusagen. Beziehungsweise kaum sind sie aus dem Boden raus und kriegen dann Frost, dann war es das eben dann auch mit der Pracht. Und deswegen sind also auch alle Aussaattermine, auch der 15. April, immer noch sehr kritisch zu betrachten. Und deswegen mein Plädoyer an dieser Stelle schon mal, sich tatsächlich bestenfalls von diesen förderrechtlichen Korsetten zu lösen und zu sagen, ich möchte einen guten Blühstreifen haben, der soll gut auflaufen. Ich möchte die Arbeit, die ich investiere, das Geld investiere, soll auch wirklich einen guten Effekt haben. Das bedeutet in der Konsequenz natürlich auch mit dem Landwirt oder wenn man dazu selber in der Lage ist, den Idealzeitpunkt zu finden, der sich für die Aussaat und für alles Weitere eben dann entsprechend eignet. Wir haben eine Besonderheit, ohne dass ich jetzt tatsächlich alle Förderprogramme anderer Bundesländer im Einzelnen kenne. Ich weiß nur, dass wir tatsächlich in Niedersachsen gewissermaßen mit einer Sache herausstechen, nämlich die sogenannte einzelbetrieblich geförderte Beratung, also geförderte Hilfe für Landwirtinnen. Hier sind 12 Themen insgesamt, zu denen Beratungsleistungen angeboten werden können. Wir haben, glaube ich, insgesamt in Niedersachsen 22 Beratungsdienstleister, die diese Beratung anbieten. Und hier würde ich ganz gerne Ihren Blick auf die Nummer 2 legen. Eins ist natürlich auch ganz wichtig, weil es hier um diesen Bereich der agrarförderrechtlichen Umweltmaßnahmen geht. Also Konditionalität, habe ich gesagt, Ökoregelung, Agrar-, Umwelt-, Klimamaßnahmen und so weiter. Aber unter Nummer 2 eben die Beratung zur Verbesserung der Artenvielfalt und Biodiversität. Das heißt, das ist etwas, was ich mit sehr großer Leidenschaft und sehr viel Freude über viele Jahre mittlerweile gemacht habe, auf landwirtschaftliche Betriebe zu gehen, die diese Beratungsleistungen nachgefragt haben, eine Betriebsanalyse zu machen, eine Flächenanalyse zu machen, sich genau anzugucken, was habe ich hier, wen habe ich hier vor mir, was ist das ein Steckenpferd, wo kann ich den kitzeln, wie ist die Flächenausstattung, wo kann ich wirklich was tun. Das sind ganz, ganz tolle Beratungen, die leider auch mit einem gewissen Dokumentationsaufwand verbunden sind, aber die am Ende etwas hervorbringen, nämlich sozusagen so einen roten Faden, den man auf dem landwirtschaftlichen Betrieb hinterlassen kann, an dem man auch, wenn der Berater den Betrieb schon verlassen hat, eben sich als Betrieb noch entlanghangeln kann. Ja, revierbezogene Analyse und Zieldefinition. Ich hatte das vorhin schon gesagt, dass sich das so ein bisschen so anhört, als müsste man erstmal einen Masterstudiengang machen und sozusagen seine Revieranalyse in einem 100-seitigen Pamphlet zusammenfassen. Das ist natürlich nicht so. Das Bild ist tatsächlich etwas, was ich sowohl im landwirtschaftlichen Bereich als auch im jagdlichen Bereich häufiger quasi wahrnehme, dass man den Wald vor lauter Bäumen eben nicht sieht. Das heißt, man ist zwar mit einem gewissen Handwerkszeug aus der Jagdausbildung herausgekommen und man kennt auch ein paar Grunddinge, was man wie tun könnte. Naja, aber dann ist wirklich zu tun, das ist dann erstmal schon mal so ein Schritt. Und Fehler möchte man auch nicht machen, sonst wird man hinterher noch von seinen Berufskollegen oder von seinen jagdlichen Kollegen gefragt, was man denn da gemacht hätte. Also es gibt viele Hinderungsgründe, weswegen vieles auch da draußen nicht passiert. Oder vielleicht auch nicht so passiert, wie es vielleicht besser hätte passieren sollen. Es geht eigentlich dabei jetzt gar nicht mal so drum, ich hatte es gesagt, im Klein-Klein alles zu analysieren, aber ich muss mir natürlich schon in Bezug auf meine Revierstruktur sehr grundsätzliche Fragen stellen. Bei uns, das Revier ist jetzt
Naja, sagen wir mal Hochwildrevier, Klammer auf, wir haben den Wolf, Klammer zu. Wir haben aber auch relativ viel Freifläche mit Grünlandflächen, mit Auenbereichen an Gewässern. Das heißt, wir haben so eine Art Mixtur. Wir haben natürlich auch Reviere, die reine Waldreviere sind und natürlich die reinen Niederwildreviere als klassische Feldreviere, die eigentlich diesen linken Zustand eigentlich gar nicht kennen. In dem Fall eine Aufnahme aus dem Banat, Siebenbürgen, Transsilvanien, also aus Rumänien, wo tatsächlich jeder Baum an Altersschwäche sterben konnte im Alter von 250 Jahre plus X. Aber das ist die grundsätzliche Frage, was ich eigentlich machen möchte, was sozusagen die Rahmenbedingungen innerhalb meines Revieres sind, aus dem sich daraus natürlich dann ableitet, was ich eigentlich tun kann. Und es gibt natürlich eine große Anzahl von Verfechtern, die sagen, links, so ist die ideale Landschaft, da müssen wir wieder hin. Da sagen sich sozusagen Wolf und Bär gute Nacht und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Kann man natürlich sagen, ja, gut, okay, kann man sicherlich machen, aber dann gibt es das eben rechts nicht und dann gibt es eben auch keine Landwirtschaft und vieles andere mehr nicht. Aber insbesondere die rechten Teile dieser Fotografien fallen eben dadurch auf, dass wir eine sehr, sehr hohe Artenvielfalt pro Quadratmeter haben. Das obere aufgenommen in einem artenreichen Grünland, wo wir 20, 25 Arten pro Quadratmeter haben. Und das untere ein Getreideacker, wie man sich vielleicht zu Zeiten des Mittelalters vorstellen musste, von dem vielleicht 10 oder 15, maximal 15 Doppelzentner Getreide geerntet werden konnten und dazwischen eben dann so seltene Arten wie Frauenspiegel, das ist diese violette Dämonin, denke ich mal, dürfte jeder kennen. Die Möglichkeiten sind so verdammt vielfältig, dass dann natürlich schnell sozusagen man kollabiert vor der Anzahl von theoretischen Möglichkeiten. Ich gehe das jetzt nicht alles im Einzelnen durch. Es ist halt nur klar zu machen, es ist eigentlich für jeden was dabei. Also das will ich eigentlich nur sagen. Jeder Landwirt hat sein Steckenpferd und auch jeder Jäger, jede Jägerin hat sein Stecken oder ihren Steckenpferd. Und es ist natürlich alles mit sehr, sehr unterschiedlichem Aufwand verbunden, mit einem sehr unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen, die sozusagen erfüllt sein müssen, dass man diese einzelnen Maßnahmen umsetzen kann. Wenn man sich jetzt vorstellt, einen artenreichen Feldwein einzusäen. Ich habe jetzt gerade gestern mein Paket bekommen von DPD für 500 € 5 Kilogramm Reinsaatgut, wohlgemerkt Regionalsaatgut von Saatenzeller, 500 € für 5 Kilo. Dann kann man sich ungefähr den Kilopreis für dieses Saatgut vorstellen. Das ist natürlich ein sehr hoher Preis für das Saatgut, wenn man das jetzt vergleicht mal mit anderen Saatgutmischungen, aber dafür ist es eine einmalige Anlage und bei guter Pflege im wahrsten Sinne des Wortes habe ich eben auch für immer einen sehr hohen Wert geschaffen. Was anderes wäre es jetzt, wenn ich zum Beispiel hier in der Mitte vom oberen Block das Kiebitzfenster mir rausnehme, das heißt also nicht das Lärchenfenster, sondern ein Areal auf einem Acker, in der Mitte eines Ackers, was dann circa 100 mal 100 Meter hat zum Beispiel, weil der Kiebitz eben eine sehr hohe Flugdistanz hat und sehr gerne weit guckt. Das ist natürlich mit einem ganz anderen Kommunikationsbedarf verbunden und vieles andere mehr. Da lassen sich die Maßnahmen leider eben alle nicht über einen Kamm scheren und sind sehr, sehr unterschiedlich, weswegen ich eben auch eingangs gesagt hatte, dass es schwierig ist, tatsächlich jetzt hier die praktischen Hinweise hinten dran für die Umsetzung aller dieser Maßnahmen zu geben. Da muss man sich tatsächlich sehr stark fokussieren. Und wir haben uns ja, so habe ich Sie zumindest, Frau Sanger, auch verstanden, und sind ein bisschen stärker auf das Offenland fokussiert, weil da natürlich das Thema Landwirtschaft, Agrarbiodiversität eben auch stärker anzusiedeln ist. Ja, die Methodenwahl. Vielleicht kennen Sie dieses Bild schon mal aus anderen Zusammenhängen. Die Kaliberdiskussion möchte ich jetzt hier gar nicht aufmachen. Ich sage auch nicht, was ich schieße. Aber entscheidend ist natürlich immer, man muss immer ein bisschen gucken, ob die Methode zu dem passt, was ich am Ende haben möchte. Nicht an der Wand, sondern vielleicht dann in der Landschaft. Entscheidend ist, dass man natürlich methodisch sehr, sehr weit ausholen kann, wenn man das denn möchte. Ich kenne tatsächlich Landwirte, die haben das so ein bisschen als ihr Steckenpferd entwickelt und auch Jägerinnen und Jäger natürlich auch, die beim Thema Vogelkunde ein bisschen tiefer eingestiegen sind, die dann einfach ganz bestimmte Bereiche ihrer Landschaft immer regelmäßig ablaufen und ganz bestimmte Vogelarten verhören und katalogisieren, beziehungsweise entsprechend das erfassen. Das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um ein Bild dafür zu bekommen, was habe ich hier eigentlich für ein Artencocktail sozusagen, wo halten sich diese Arten auf. Das sind jetzt allerdings natürlich eher wissenschaftliche Ansätze, die man gerne macht, um tatsächlich den Bestand an Vogeln, in dem Fall ging es um Agrarvogelarten, die Sie hier rechts im Bild sehen, einfach mal herauszufinden, wie ist der Bestand, um daraus dann abzuleiten, wenn man Maßnahmen an bestimmten Stellen
beziehungsweise in einer bestimmten Dimension durchführt, wie verändert sich dadurch sozusagen die Population von ganz bestimmten Arten. Ein sehr präsentes Beispiel und sehr charmantes Beispiel, ich hatte es eingangs gesagt, ist das Rebhuhn. Sie können gerne mal auf die Internetseite des Rebhuhn-Projektes der Uni Göttingen gehen. Ich behaupte einfach mal, dass man hier insgesamt sehr weit ist, was die Entwicklung und auch die wissenschaftlichen Erforschungen des Themas Rebhuhn sozusagen beinhaltet. Und hier gibt es die Möglichkeit, den Ruf des Hahns und der Henne auch runterzuladen. Das lässt sich heutzutage technisch, insbesondere für die Jüngeren unter Ihnen und uns, relativ leicht lösen, das Ganze auf so einen Lautsprecher zu laden, den man mit in die Landschaft nimmt und dann einfach mal April das Ding mal draußen anschmeißt und mal guckt, ob da draußen jemand reagiert. Insbesondere deswegen, weil eben, wie ich schon gesagt hatte, das Repo eine sehr, sehr gute Indikatorart ist, um auf Qualitäten sozusagen von bestimmten Landschaftsräumen und Strukturen Rückschlüsse zu ziehen. Arten- und Nischenkenntnisse, auch hier geht es jetzt nicht darum, eigentlich ein Studium zu absolvieren, aber ich muss natürlich bei allem, was ich da draußen tue, wir wissen selber, uns liegt dann irgendwie das Rotwild sehr nah, jetzt rufen gerade die Hirsche, dann setzt sowieso das Hirn wieder aus in vielen Bereichen. Wenn die Schweine im Mais Schaden produzieren, dann habe ich auch anderes zu tun, als mich jetzt um Bilche und Siebenschläfer zu kümmern. Das ist klar. Aber wichtig ist halt nur, jede Art hat eben ihr ganz bestimmtes ökologisches Optimum, unter dem sie sozusagen optimal gedeihen kann. Und darüber muss ich mir natürlich, insbesondere wenn ich das sehr breit anlegen möchte in meinen Schutzbemühungen, muss ich mir natürlich im Klaren machen, welche Artengruppe, bestenfalls suche ich mir eben nicht nur eine Art raus, sondern eine Artengruppe, was diese Art eben benötigt, damit ich sie sozusagen zumindest nah an das Optimum heranbekomme, damit sie sich sozusagen reproduzieren kann. Die eierlegende Wollmilchsau, ich wollte sie eigentlich nochmal mit so einem großen, so einem roten Kreuz durchstreichen, weil es gibt sie einfach nicht. Sie können mir glauben, aus meiner Beratungstätigkeit auf landwirtschaftlichen Betrieben, dass vielfach die Erwartung ist, und auch mittlerweile rufen mich viele Jäger an, die schon gemerkt haben, dass ich in dem Bereich viel unterwegs bin. Die wollen jetzt, sag mir mal eine Maßnahme und dann mache ich die und dann ist doch alles gut. Dann kann ich nur sagen, ja, gibt's aber nicht. Gibt's einfach nicht. Also es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern es gibt tatsächlich nur das Huhn, das Rind, das Schwein und das Schaf und zwar in allen seinen Facetten sozusagen. Das heißt also, wenn ich einen Maßnahmen-Cocktail sozusagen schnüren möchte, der sehr effektiv ist, dann muss ich mich eben tatsächlich auf sehr viele verschiedene Dinge auch konzentrieren. Aber ganz so schlimm ist es dann wiederum doch auch nicht, insbesondere wenn ich mich jetzt um die Agrarvogelarten, die Offenlandarten, die Insektenvielfalt der Agrarlandschaften kümmern möchte, dann gibt es tatsächlich einen relativ überschaubaren Katalog von Maßnahmen, den ich jetzt ganz gerne ein bisschen näher vorstellen möchte. Wir haben drei Kategorien, die für die Offenlandflächen, Sie sehen hier an der Folie, dass das wieder aus diesem Projekt mit der Uni Göttingen und den Thünen-Instituten entnommen wurde. Wir haben bestimmte Kategorien von Offenlandflächen, die eine sehr große Bedeutung für das Thema Biodiversität in Agrarlandschaften haben. Das eine ist, und das muss man ganz klar sagen, das extensive Dauergrünland. Das heißt also, das 4- bis 5-schnittige Intensivgrünland hat eben, wie wir eingangs gehört haben, nur eine relativ geringe Ressourcenbedeutung, sondern wir reden eigentlich immer von extensiven Strukturen. Das betrifft sowohl das Grünland als auch den Acker in seinen ganzen Ausprägungen. Wir reden hier primär von flächigen Ausprägungen natürlich, also nicht nur linearen, dauerhaft extensiv angelegt. Maximal 2 Schnitte möchte ich mittlerweile so ein kleines bisschen in Frage stellen, weil auch 3 Schnitte können durchaus mal zu einer relativ hohen Artendichte führen. Es wird immer gerne so dargestellt, das merke ich auch bei Naturschutzbehörden und anderen Playern, dass keine Nutzung sozusagen die höchste Artendichte produziert. Das ist einfach falsch. Das ist ein Irrglaube. Das heißt, im Extensivgrünland habe ich tatsächlich die höchsten Artendichten, weil so circa um 2 Nutzungen. Das heißt natürlich kein zu früher Schnitt, sondern ich muss natürlich auch gewährleisten, dass die Arten, insbesondere natürlich die Pflanzenarten, überhaupt erst zur Blüte kommen können und zum Aussamen kommen können. Und ich muss den 2. Schnitt natürlich dann auch so wählen, dass ich dann entweder noch eine Folgeblüte erzeuge damit oder insbesondere dann Deckung auch für verschiedene Tierarten und Überwinterungsmöglichkeiten. Also hier haben wir das Extensivgrünland, die Magerrasen, die Nasswiesen werden hier gerne mit aufgenommen und auch Trockenrasen.
Die zweite Kategorie sind die Landschaftselemente und geschützenswerten oder man sagt auch geschützten Biotope des offenen Landes. Das sind dann eher lineare Strukturen, aber eben auch dauerhafte Strukturen. Hier zählen dann dazu die Hecken und Einzelbäume, Feldraine, ich hatte sie schon genannt, also nicht zu verwechseln mit Blühstreifen, sondern Feldraine sind grasartige Streifen, die sich meinetwegen rechts und links von einem Weg befinden können. Wir haben die Fließ- und Stillgewässer als dauerhafte Strukturen, Gewässerrandstreifen, das heißt also sozusagen das unmittelbar angrenzende, an das Gewässer angrenzende der Bereich. Steinwälle und Mauern, natürlich gibt es nicht überall Steine, aber es gibt eben auch Bundesländer, in denen gibt es die häufiger, Moore und vieles andere mehr. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Kategorie, in der wir jetzt uns eigentlich als Jäger und Jägerinnen mit unseren Revieren und unseren Möglichkeiten im Offenland bewegen. Das heißt, wir reden eigentlich von diesen sogenannten multifunktionellen oder multifunktionalen Maßnahmen, die überwiegend auf Ackerfläche bzw. landwirtschaftlicher Nutzfläche stattfinden. Sie sind kurzfristig und veränderbar und sie sind linear oder flächig. Und hierunter fallen dann eben zum Beispiel die Blühstreifen, die Blühflächen, wenn denn der Streifen kein Streifen ist, sondern flächig. Extensivierung sowohl auf dem Acker oder vornehmlich auf dem Acker, also in Ackerkulturen, Brachen und Feld. Das sind also diese Maßnahmen, die ich auf Acker zeitweise anlegen kann. Vorsicht, Förderrecht. Diejenigen unter Ihnen, die Landwirtinnen und Landwirte sind, wissen, dass wir ein Riesenproblem damit haben, sobald eine Maßnahme länger als 5 Jahre sozusagen eine Nichtnutzung, könnte man sagen, beinhaltet, dann verliert diese Maßnahmenfläche den sogenannten Ackerstatus-Förderrecht, das heißt, förderrechtlich, das heißt, danach wird er dann sozusagen zum Grünland deklariert. Ich hatte das Stichwort grüne Enteignung vorhin schon mal genannt. Das ist also ein Riesenproblem, dass wir an vielen Stellen keine hochwertigen Maßnahmen umsetzen können, weil immer das Damoklesschwert über uns schwebt. Nach 5 Jahren muss diese Fläche wieder umgebrochen werden. Und die Preise, die ich Ihnen gerade genannt hatte für regiozertifiziertes Saatgut, wird natürlich keiner akzeptieren können, wenn er weiß, dass nach 5 Jahren, wenn diese Fläche sich gerade ökologisch sehr hochwertig ausgestaltet hat, das Ganze dann wieder zunichte zu machen ist. Jetzt mal eben kurz zu diesen Maßnahmen, die ich Ihnen eigentlich sehr zentral ans Herz legen möchte, aber auch mit ein paar Feinheiten. Ich weiß selber, dass wir und Sie sehr, sehr viele Erfahrungen haben beim Thema Blühflächen, Wildersungsflächen, Wildäckern. Entscheidend ist aber, dass hier ganz bestimmte Grundvoraussetzungen eigentlich immer erfüllt sein mussten, damit wir wirklich von einer Hochwertigkeit der Fläche sprechen können. Nämlich, wir müssen diese Blühflächen strukturieren. Das heißt also, was gerne gemacht wird, Blühstreifen abgeblüht, sieht nicht mehr schön aus, wird gefräst oder geflücht und im nächsten Jahr komplett neu angelegt. Jetzt müssen wir kurz nachdenken. Also, wir haben jetzt also Insekten in diesen Blühstreifen reingezogen, haben die dazu veranlasst, da sich zu vermehren, möglicherweise Eier zu legen, sich in den Stängeln zu verkriechen, um dann im nächsten Jahr sozusagen auszuschlüpfen. Oder halt in Boden zum Beispiel. Die meisten Wildbienenarten sind ja bodengebunden, insbesondere die sehr kleinen und schützenswerten Arten. Die brauchen dann so 11 Wochen Bodenruhe und müssen dann eben im nächsten Jahr bestenfalls dann schlüpfen, wenn die Temperaturen groß sind und wenn es draußen schon Nahrungsangebot gibt. Wenn ich also jetzt diesen Blühstreifen oder diesen Wildacker komplett quadratisch praktisch gut mit derselben Mischung aussehe und ich mache dann wiederum in einem Arbeitsgang alles dann zunichte, dann habe ich nichts mehr von dem, was ich vorher eigentlich geschaffen habe. Es sei denn, ein paar Arten haben sich sozusagen in dem randlichen Bereich dann gehalten oder halten können. Entscheidend ist aber, ich brauche immer eine Strukturierung, die einen genutzten Bereich und einen ungenutzten Bereich sozusagen miteinander kombiniert. Dieser Vorteil oder der Vorteil dieser strukturierten Blühstreifen oder Blühflächen ist zudem, dass ich eine viel größere Artenvielfalt, was die Pflanzenarten anbelangt, hineinbekomme. Also diese Saatgutmischung hier, die haben wir mal weiterentwickelt in einem Projekt, ursprünglich ausgehend von der Rebhuhnmischung, auch aus dem Göttinger Rebhuhnprojekt, haben die weiterentwickelt. Da sind dann 26 Arten drin, also Pflanzenarten. Wobei nur ein Teil im ersten Jahr keimt. Und das sind also die Teile, die wir auf der linken Seite sehen. Da sind dann auch Phacelia drin und da ist dann auch ach, vieles andere drin, was wir auch kennen. Das ist grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber der rechte Teil zeigt eben die Arten, die erst im zweiten Jahr kommen. Das ist dann die Margerite, das ist der Steinklee in verschiedenen Ausführungen, rote Lichtnelke, weiße Lichtnelke, vieles andere mehr.
was natürlich dann wiederum im zweiten Jahr einem noch ganz anderen Spektrum an Insektenarten zur Verfügung steht und natürlich auch Rückzugsraum und Nahrungshabitat bietet, als das der linke Teil jemals könnte. Ne? Das heißt, die Kombination aus neu angelegtem Teil und alt angelegtem Teil, das ist tatsächlich die Wertigkeit von diesen strukturierten Blühflächen. Das heißt nicht immer, dass man das genau zur Hälfte machen muss. Man kann das streifig machen. Immer ein bisschen aufpassen bei Streifen. Wenn ich alles im Bereich 3 Meter, 6 Meter mache, findet der Fuchs hundertprozentig jedes Gelege, weil er einfach an linearen Strukturen entlang wandert. Das heißt, die Empfehlung lautet eigentlich immer, 12 bis 18 Meter sollte die Fläche haben, damit ich sozusagen einen zentralen Bereich habe, in dem die Prädation in dem Maße nicht so stattfindet. Nehmen wir das Rebhuhn zum Beispiel. Wir haben natürlich ein großes Problem beim Rebhuhn mit dem Thema sozusagen Tötung durch Prädation oder anders angefangen. Wir haben natürlich das Thema Insektenvielfalt beim Rebhuhn, weil einfach hier das Problem für die Küken, insbesondere in den ersten Lebenswochen, das die Ernährung ist. Wir haben das Thema Strukturarm oder Verarmung der Landschaften, aber wir haben das Problem der Prädation eben auch sehr massiv. Und das können wir natürlich durch ganz bestimmte Maßnahmenstrukturen zumindest einigermaßen ausgleichen, dass das nicht in dem Maße, wie zu befürchten, dann eben passiert. Also ganz wichtiger Hinweis, wenn schon Blühflächen anlegen, dann strukturiert. Nicht überall auf einer Fläche alles gleich tun. Das ist das Wichtigste, glaube ich, was man allen nur sagen kann, wenn es darum geht, Blühflächen, anzulegen. Und das nächste ist natürlich wichtig. Nehmen Sie ein bisschen mehr Geld in die Hand. Die Kanone mit dem Sonderholzschaft hat auch unglaublich viel Geld gekostet. Und die Munition kostet viel Geld. Und das Schießkino. Es ist, glaube ich, dann nachvollziehbar und es ist, glaube ich, auch legitim, dass wir uns als eingetragener Naturschutzverband auch auf die Fahne schreiben können. Auch wir nehmen tatsächlich in unserem Revier ein bisschen mehr Geld in die Hand, um auf den Flächen, die wir hier nicht nur für das Wild, sondern für die Artenvielfalt gestalten, auch entsprechend ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Nächste wichtige Maßnahme, Extensivierung. Bei Getreide ist das, denke ich mal, vielen schon einigermaßen geläufig. Es gibt ja Maßnahmen für den Hamster, für die Feldlerche, für den Ortolan. Das sind relativ bekannte Agrarumweltprogramme, die leider zumindest in Niedersachsen auch nur kulissenbezogen in Anspruch genommen werden können. Aber wenn ich das einfach mal mache bei so einem Maisschlag hier, wo die Herrschaften in dem Mais rumlaufen, dann sieht man also einen Mais, der einfach nicht gedüngt wurde. Links habe ich also die grüne Wand, 3,50 Meter Höhe, und rechts habe ich eben einen ungedüngten Mais, der vielleicht einen schwachen Kolben ausbildet, aber ansonsten einfach natürlich relativ niedrig bleibt. Und hier ist dann natürlich auch die Behandlung gegen Beikräuter ausgeblieben, sodass wir hier natürlich rechts im Bild einen Grabenkörper haben, dass wir hier Kombinationen haben von bestimmten Maßnahmen und Habitatstrukturen, die sehr, sehr wertvoll sind. Also das Thema Extensivierung in allen Kulturen ist durchaus sehr, sehr, sehr positiv zu bewerben, muss man sagen. Denn das Schöne ist, das Agrarförderrecht zwingt keinen Landwirt dazu, immer Hocherträge zu fahren. Das heißt, wenn er einen Grenzertragsstandort hat, einen sandigen Standort, vielleicht auch nasse Bereiche, wo er weiß, da fahre ich mich jedes Jahr immer mindestens einmal fest, dann kann man sagen, dann bestell doch einfach den Acker, reduziert die Aussaatstärke meinetwegen um 50%, erzeugt einen lückigen Bestand, düng da nicht, und wenn es dir erlauben kannst, wenn vielleicht keine Probleme, Unkräuter da auf dem Standort wachsen, dann spritzt vielleicht auch nicht gegen Beikräuter. Dann könnte sich ein Bild so zeigen, wie hier unten im Bild mit der Kornblume und vieles andere, was unten drin ist. Das sieht man jetzt auf den ersten Blick alles gar nicht. Die Brache ist ja eine Agrarumweltmaßnahme oder eigentlich könnte man fast sagen, eine Vorgabe aus dem Agrarförderrecht, die ja allen bekannt sein dürfte. Die Brache, und das muss ich ehrlicherweise landschaftsökologisch sagen, ist natürlich jetzt auch nicht der Heilsbringer. Das wird ja gerne so transportiert, dass Hauptsache stillgelegt und dann ist schon alles wieder in Ordnung. Sicherlich erinnern wir uns teilweise noch an die Zeiten, an denen wir die Flächenstilllegung hatten von mehreren Prozent der Fläche. Und da waren ja tatsächlich auch die Zeiten, in denen es Hasen und Fasanen und Rebhühner noch vergleichsweise gut ging. Und wir haben ja nach diesen starken Wintern seit 1978, 79 diesen kompletten Kollaps von diesen Arten erleben müssen, was natürlich auch leider nicht mehr aufgefangen werden konnte durch Maßnahmen, auch nicht durch die Flächenstilllegung. Mir ist nur wichtig klarzumachen, dass die Brache eine sehr wichtige ergänzende Maßnahme ist, aber sie ist eben nicht die einzige Maßnahme, denn eine Fläche, die ich nicht mehr anfasse, also wenn ich den Boden nicht mehr bewege, kann zum Beispiel keine Wildkräuter mehr hervorbringen. Diese Arten, die auf dem Acker wachsen, sind alle auf die wendende Bodenbearbeitung angepasst. Das heißt, eine Kornblume oder einen Mohn bekomme ich eben nicht, wenn ich den Boden nicht anfasse. Das heißt also, die sogenannten Bodenverwundungen ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den ich benötige, damit ich den Acker Wildkräutern die Möglichkeit gebe, auch zu keimen.
Deswegen wäre mein Plädoyer auch Brache, ja, gut, also im Prinzip nichts tun, Selbstbegrünung zulassen, aber zumindest Teilbereiche eben doch zwischendurch nochmal wieder anzufassen, damit ich die Ackerwildkräuter, natürlich insbesondere die, die ich haben möchte, ich rede jetzt nicht von Gänsefuß und diesen anderen Arten oder Klettenlabkraut, die ich nicht haben möchte, aber gerade wenn ich noch Ackerstandorte habe, auf denen Blühpflanzen noch vorkommen, dann ist das eine Option, tatsächlich diesen Bereich wenigstens zwischenzeitlich mal zu verwunden. Und man wundert sich teilweise, wir haben das bei uns auf den Wildäckern, darf man gar nicht laut sagen, dass da rote Listenarten wachsen, die nur deswegen sich erhalten haben, weil wir eben diese Wildäcker so bewirtschaften, wie wir das eben tun. Dann kommen wir zu einem wunderschönen Beispiel, was natürlich eher nicht sozusagen in zentralen Revierbereichen stattfindet, sondern momentan eigentlich eher weiter außerhalb, aber es kann eben auch in den Landwirtschaft, also in den Revieren stattfinden, nämlich die sogenannten Feldraine oder auch Pufferstreifen. Im Prinzip ist es hier dasselbe. Feldraine und Pufferstreifen könnte man gleichermaßen gleich aussehen mit derselben Saatgutmischung. Das eine befindet sich eben nur am Weg und das andere im Gewässer. Und daher kommt sozusagen diese Abgrenzung dieser Begrifflichkeit, die kommt auch nur aus dem Förderrecht. Bescheuerterweise darf ich den Pufferstreifen am Gewässer nutzen, um sozusagen Nährstoffe zu entziehen. Wenn ich das beim Feldrain tue, ist das böse. Wir sind natürlich alle keine großen Freunde davon, von Mulchern, die dann entweder kurz vor oder kurz nach der Getreideernte dann auch noch den Wegeseitenraum auch nochmal abmulchen. Ich habe zwar grundsätzlich kein Problem mit der Nutzung von Feldreihen. Feldreihennutzung heißt in dem Fall eben aber Schnitt und nicht Mulchung oder nicht das Mulchen. Und vor allem der Zeitpunkt ist natürlich sehr entscheidend. Das waren jetzt hier Flächen, die wir zusammen mit Landwirtinnen und Landwirten im Wegeseitenraum angelegt haben mit einer Mischung, die ca. 36 Arten beinhaltet hat. Da ist also von wilder Möhre, müssen manche Gartenbauer natürlich weghören, wenn die wilde Möhre hören, dann ist das immer meistens nicht so gewünscht. Aber da ist natürlich Schafgarbe, da sind zig verschiedene Arten drin. Ich kann gerne auch im nächsten Kurs, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mal den Artenkatalog zur Verfügung stellen. Und ich habe Ihnen ganz am Ende des Vortrags auch nochmal zwei Links genannt, bei denen Sie auch nochmal bei Saatgutanbietern reinklicken können, um sich mal zu informieren, wie umfangreich solche Saatgutmischungen sein können. Und wie gesagt, das sind Saatgutmischungen, die kauft man sich einmal, die sät man einmal unter Idealbedingungen an. Übrigens ist das nicht so wie bei einer Einsaat von der Sonnenblume, einmal in die Erde drücken und dann keimt die sofort und dann kann man sich die angucken. Diese Arten keimen teilweise über ein, zwei oder sogar 3 Jahre. Je nach Witterungsverlauf in den trockenen Jahren haben wir nach der Aussaat nichts gesehen und nach dem dritten Jahr, als das Wasser wieder da war, sind die Arten auf einmal da gewesen. Also da braucht man ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Ruhe. Aber Artenvielfalt ist eben auch tatsächlich nicht ganz so leicht wie Sonnenblumen einzusehen. Ohne jetzt den Herstellern von bestimmten vielen Saatgutmischungen zu nahe treten zu wollen, das ist jetzt in dem Fall auch von der Internetseite von KWS entnommen, Fit for Next Vielfalt. Das ist jetzt eine Saatgutmischung, die beworben wird mit einer sehr hohen Artenzahl, mit einer maximalen Durchwurzelung und einer Förderung der Artenvielfalt. Die Botschaft ist natürlich klar: Du Landwirt hast die Verpflichtung, eine Zwischenfrucht anzubauen. Und wenn du das schon machen musst, dann machst du das doch wenigstens optimal und dann machst du es doch bitte auch mit unserer Mischung. Hier sieht man jetzt, dass der Artenkatalog leider relativ überschaubar ist. Leindotter, Alexandrina Klee, Phacelia natürlich drin mit einem hohen Anteil Gelbsenf, Ölrettich, der natürlich nematodenresistent ist, Perserklee, Saatwicken, Futtererbsen, Lupinen und Sonnenblumen. Und auch hier sehen Sie links im Bild natürlich wieder ein Bienchen, wie nicht anders zu erwarten. Das sind natürlich Mischungen, so wie sie sehr, sehr häufig angeboten werden und natürlich im Glauben, Gutes zu tun, auch sehr gerne gekauft werden. Mit sehr hohen Aufwendungen natürlich auch pro Quadratmeter, also Saatgutempfehlungen, die dann irgendwo im Bereich sich von 4 bis 5 oder mehr Gramm pro Quadratmeter bewegen. Leider ist das in Bezug auf das Thema Artenvielfalt im unteren Rand anzusiedeln, insbesondere weil natürlich auch die Zwischenfrucht gar nicht dafür gedacht ist, sozusagen eine dauerhafte Struktur darzustellen. Das muss man insofern auch anders einordnen. Zwischenfrüchte werden angebaut, um Restnährstoffe zu fangen, um Bodenbedeckung zu erhalten, aber eben nicht, um eine dauerhafte Struktur zur Förderung der Biodiversität zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist die Botschaft auch für mich leider mal ein bisschen problematisch, wenn hier Förderung der Artenvielfalt eigentlich mit reingeschrieben wird, obwohl es dann eigentlich mehr, wir sagen sogar, eine ökologische Falle ist. Ich lenke die Insekten, die Bestäuber in diese Fläche rein. Aber leider im zeitigen Frühjahr oder vielleicht sogar im Herbst wird diese Fläche eigentlich schlagartig quasi vernichtet.
Dasselbe gilt auch für Anbieter, die wir fast in jedem größeren Dorf haben, die RWG oder RWZ. Hier ist natürlich der Hauptfokus auf die Greening-Konformität. Das heißt, hier geht es darum, ob die Artenzusammenhänge eben dem Agrarförderrecht entsprechen. Aber hier ist insbesondere natürlich auch solche Attribute wie Turbo, Blühmix oder Allround. Ne? Das heißt, es suggeriert alles. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Damit hat man wirklich alles richtig gemacht. Aber spätestens dann, wenn man eben auch sieht, mit welchen Aussaatstärken das gemacht wird oder auch vor allen Dingen solche Dinge wie hier unten bei RWG Turbo 100 Allround. Die Unkrautunterdrückung ist natürlich genau das, was pflanzenbaulich nachvollziehbar sozusagen gewünscht ist. Ich möchte einen Bestand aussehen, der sich sehr schnell schließt, der damit sozusagen alles das, was an unerwünschten Pflanzen von unten nachwachsen möchte, ausschattet und sozusagen den Konkurrenzkampf gewinnt. Aber genau das ist eigentlich das, was ich auf Flächen, bei denen ich die Artenvielfalt fördern möchte, wo ich offene Bodenstellen brauche. Denken wir mal an Junghasen, denken wir an Küken, denken wir aber eben auch an die Wildkräuter. Brauche ich eben lückige Bestände, in denen Sonnenlicht und Wärme den Boden erreicht. Und das geht eben nicht, indem ich dichte Bestände, möglicherweise auch noch mit einer relativ hohen Nährstofffracht sozusagen entstehen lasse, um hiermit dann Unkrautunterdrückung zu betreiben. Das zwei Beispiele, die jetzt nicht sozusagen am Pranger stehen sollen, die nur einfach nur klar machen sollen. Hier gibt es einen ganz bestimmten Markt für ganz bestimmte Blühstreifen oder Blühflächenmischungen zwischen Fruchtanbau. Aber es ist eine falsche Message, würde man heutzutage sagen, zu glauben, dass man tatsächlich mit diesen Saatgutmischungen wirklich richtig Gutes getan hat. Also da ist tatsächlich ganz viel Luft nach oben und da muss man tatsächlich auch einfach in ein anderes Segment von Saatgutmischungen gehen. Wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang einfach nochmal klarzumachen, sicherlich ist die Ausstattung von vielen Revieren sehr unterschiedlich, was Flächen im Wald gelegen, außerhalb des Waldes gelegen, Eigentumsflächen, die vielleicht sich sogar im Eigentum der Jagdpächter befinden. Und da sind also die Revierstrukturen sicherlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube nur, dass man ohne Kenntnisse der jeweiligen Strukturen immer sagen kann, dass wir nur mit den Flächen, die uns innerhalb der Reviere zur Verfügung stehen, auf die wir schon Zugriff haben, natürlich kein wirklich großer Wurf gelingen kann in Bezug auf das Thema Förderung Biodiversität. Insbesondere dann nicht, wenn wir solche schwierigen Dinge anfassen wollen wie Biotopverbund, und zwar großräumiger Biotopverbund. Da geht es also nicht nur darum, auf einer Fläche einmal ringsum einen Biotopverbund zu machen, so gut das natürlich als Maßnahme schon mal ist. Aber es geht tatsächlich bei allen Dingen, die wir da draußen tun und tun müssen, und da sind wir tatsächlich auch als Jäger in der Pflicht, dass diese landschaftsbezogen sozusagen eine Wirkung entfalten müssen und eben nicht nur punktuell, weil die Aufgabe von uns allen ist eben auch sozusagen heutzutage sagt man, die Resilienz von Landschaften, also die Widerstandsfähigkeit von Landschaften in Bezug auf verschiedene Einflüsse, Trockenheit oder auch viel Wasser zum Beispiel, aber eben auch das Thema Artenvielfalt, dass wir diese Resilienzen, also diese Pufferkapazitäten von Landschaften nur dann dauerhaft hochheben können, wenn wir eben auf der Landschaftsebene das Ganze diskutieren und auf der Landschaftsebene auch großräumig Flächen anlegen. So, und dann kommen wir natürlich relativ schnell dazu, dass wir eigentlich nur zu kurz schießen können und dass wir natürlich da Schützenhilfe brauchen von den großen Playern, den Big Playern. Und die Big Player sind natürlich insbesondere in Bezug auf die Flächenausstattung und die maschinelle Ausstattung einfach die Landwirtinnen und Landwirte, die die Flächen in unseren Revieren bewirtschaften. Das ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Und ich habe leider mit Sorge in den letzten Jahrzehnten immer beobachten müssen, dass sozusagen diese klassische Allianz zwischen Landwirtschaft und Jagd, dass die immer weiter so ein bisschen auseinandergefallen ist. Früher war es klar, fast auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb gab es Menschen, die einen Jagdschein hatten. Heutzutage ist das überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit mehr. Das heißt, wir haben nicht automatisch jemanden oben auf dem Schlepper sitzen, der das Thema Jagd oder Wild oder Artenvielfalt sozusagen mitdenkt. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir den Fokus da mal wieder drauf lenken, uns zu trauen, das muss man auch so sagen,
vielleicht auch mit einer gewissen Unwissenheit einfach den Kontakt zu suchen mit dem örtlichen Landwirt und zu sagen, wir würden gerne mehr machen, wir haben aber uns sind die Hände gebunden, wir haben keine Flächenausstattung, können wir da vielleicht ein bisschen mehr machen. Und dann finden sich sicherlich auch im Agrarförderrecht eine ganze Menge Möglichkeiten, um dann Gutes zu tun. Dann kann ich Sie also sozusagen nur ermutigen, das tatsächlich diesen Weg zu beschreiten. Wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang, erster Punkt, Zugang und Motivation des Landwirts ist natürlich das A und O. Das ist jetzt eine Folie, die stammt aus meiner Biodiversitätsberatung, wo ich mal gesagt habe, so, was ist eigentlich, sind die Erfolgsfaktoren für eine positive, eine gute Beratung, die ich dann anbieten kann. Natürlich die naturschutzfachliche Vorbildung, auch die Wünsche des Landwirts. Auch ein Landwirt hat eine bestimmte Vorstellung. Wenn er sagt, ja, Feldlerche finde ich total klasse, dann ist das ein super Anknüpfungspunkt, um im sozusagen Windschatten von der Feldlerche die Fasanen, das Rebhuhn und vieles andere mitfahren zu lassen. Natürlich ist immer entscheidend die Betriebs- und Flächenstruktur. Kann man sich vorstellen, dass ein kleiner Krauter, der Pferde hält oder Extensivrinder hält, dass man dann natürlich ganz anders auch rangehen kann, als wenn jemand Futterbaubetrieb ist, der wirklich auf jeden Quadratmeter angewiesen ist. Gibt es Flächenüberschüsse, gibt es die sogenannten EDA-Flächen, die heißen übrigens EDA-Flächen, weil sie EDA sind. Und ökonomische Rahmenbedingungen, wie ist der Betrieb ausgestattet? Tut es dem weh, wenn er 400 Hektar bewirtschaftet, mal 10 Hektar an Blühflächen oder eine Blühstreifen zu machen? Oder ist er wirklich auf Kante genäht? Wie ist das Betriebsumfeld, die Außenwahrnehmung, das Image? Ist es ein Betrieb, der zum Beispiel Direktvermarktung betreibt? Vielleicht kann man sogar mit dem Deal machen, dass der auch den Rehrücken mit in die Kühlung legt. Aber ist dieser Betrieb sozusagen daran interessiert, aufgrund von Laufkundschaft eben auch im Sichtbereich mehr zu tun? Und dann merkt man meistens, dass dieser Zugang von diesen Betrieben relativ schnell größer ist als bei vielen anderen Betrieben, die sozusagen marktfern sind. Betriebliche Potenziale müssen natürlich auch vorhanden sein. Die Betriebsstruktur ist ganz entscheidend. Haben wir einen Ackerbaubetrieb? Hat er Tierhaltung? Gibt es Spezialisierung und vieles andere mehr? Aber, und dann komme ich eigentlich ein bisschen weg von dem, was man sozusagen im Schulterschluss mit landwirtschaftlichen Betrieben machen kann. Mir ist es sehr wichtig, einfach Ihnen und euch den Blick zu öffnen für die Möglichkeiten, die sich einfach überall anbieten. Und zwar, wo man eigentlich, sage ich jetzt mal, nur zugreifen muss. Das heißt, ich habe es mal genannt, Potenziale sehen und unbürokratisch nutzen. Das ist jetzt in dem Fall hier eine Fläche, die ich angesät habe und die heute so aussieht wie diese Fotos, die ich vorhin gezeigt habe vom artenreichen Feldrhein. Das sind Flächen neben einem Weg, den der Realverband, das ist also der Zusammenschluss aller Flächennutzer, in Bewirtschaftung hat und sozusagen auch die Verantwortung für diese Flächen hat, also für die Wege, für das Wegenetz. Und hier wurde der Seitenraum mit dem Bagger neu profiliert, damit das Wasser sozusagen seitlich abfließen kann. Ich habe sozusagen auf einmal schlagartig auf Hunderten von Metern einen Rohboden, der entweder schon dazu führt von alleine, dass Arten wieder keimen, die dann noch im Boden geschlummert sind, oder wo ich halt ein optimales, ja, gedeckten Tisch habe, um hier also mit einer hochwertigen Saatgutmischung dann diese Vielfalt zu erzeugen, die vorher da eben nicht war, weil diese Flächen üblicherweise vorher komplett vergrast waren, aufgrund, ich sag mal, auch eines mangelhaften Pflegemanagements in der Vergangenheit. Ja, und das sind wiederum Flächen, die man einmal einsät und dann eigentlich, wenn man natürlich mit Rücksprache mit den Landwirten und den Nutzern oder den Pflegenden auch klare Regeln vereinbart, wann was passieren sollte, damit man diese Artenvielfalt erhält, dann hat man wirklich sehr, sehr lange Spaß an diesen Flächen. Das sind nochmal so Fotografien aus Beratungssituationen. Hier links Gewässerabstandsauflagen, die ein Landwirt einzuhalten hat zu seinem Kartoffelacker. Da gibt es also eine ganze Menge an Gestaltungsmöglichkeiten der unterschiedlichsten Art. Und da kann man natürlich gucken, kriegt man das alleine hin oder sucht man sich tatsächlich jemanden auch von einer Beratungsorganisation, der eben landwirtschaftsnahe Beratungsdienstleistungen anbietet. Man teilt sich vielleicht die Kosten zum Beispiel, das wäre auch eine Möglichkeit, aber man kann sich dann zumindest einbringen. Hier rechts Lesesteinhaufen, die aus dem Kartoffelbetrieb natürlich kommen. Der Betrieb hat dann einfach nur quasi den Bunker da einmal aufgemacht und das Ganze da abgebunkert. Und ich habe dann mal gesagt, Mensch, könnten wir eigentlich ein bisschen cooler hinkriegen, insbesondere wenn wir da noch eine kleine Mulde ausheben, damit unten drunter dann das Ganze auch frostfrei ist, damit also wirklich die Blindschleichen und die Eidechsen sich auch frostfrei verkriechen können. Und das hat er dann alles eben auch gemacht. Und so kann man halt immer aus bestimmten Strukturen auch mehr rausholen oder eben auch nicht einen großen Haufen zu machen, sondern diesen Haufen im Wegeseitenraum einfach klein und punktuell zu verteilen, sodass wir eben auch sogenannte Trittsteinhabitate haben, wo dann ganz bestimmte Arten sozusagen Habitathopping betreiben können. Das links eine Maßnahme als Kompensationsmaßnahme aufgrund einer Zusammenlegung von Äckern an anderer Stelle wurde hier eine Reihe von Obstgehölzen gepflanzt.
Allein die Obstgehölze sind natürlich per se schon mal ein Wert, insbesondere wenn sie natürlich entsprechend geschnitten werden. Aber wenn man sich hier natürlich einbringt und sagt, wir nehmen das Geld in die Hand, um eine artenreiche Grünlandmischung oder so eine Feldreinmischung einzusäen, dann hat man natürlich nochmal einen viel, viel, viel größeren Wert geschaffen für dieses sowieso schon recht gute Biotop, nämlich Streuobststreifen, aber das Ganze nochmal eben deutlich aufgewertet. Und hier rechts im Bereich, der vom Landwirt wieder agrarförderrechtlich sozusagen verursacht, wo er Gehölzaufwuchs weggemacht hat, damit ihm diese Fläche sozusagen über Agrarförderantrag nicht geklaut wird, aber diese Fläche insgesamt eigentlich nicht in dem Sinne ackerfähig ist. Und hier war relativ schnell der Deal zu machen mit dem Landwirt, dass man eben diese Fläche auch mit einer Mischung einsät, wo eben dauerhaft eine sehr hochwertige, dauerhafte Struktur entsteht. Ja, oder solche Flächen kennen Sie möglicherweise auch aus Ihren Revieren. Man sieht es an dem Binsenreichtum im vorderen Teil, dass natürlich vielfach so diese Grenzertragsstandorte, die schnell absaufen in irgendwelchen Senken, dass das so die Flächen sind, wo natürlich gerne auch mal die Flächen an Jäger abgegeben werden, wo man relativ schnell irgendwie ein Agreement hinkriegt. Aber natürlich, es sind natürlich auch Standorte, auf denen nicht immer alles funktioniert. Ich habe jetzt auch gerade Jäger beraten aus meinem Hegering. Die hatten so eine Fläche, die eigentlich fast bis in Juni hinein unter Wasser stand. Da macht es keinen Sinn, eine Standard-Blühmischung einzusäen. Ne? Da muss man einfach ein bisschen anders in die Trickkiste greifen. Und da ist sicherlich eine Beratung dann auch mal gut. Einfach mal jemanden fragen, der sich auskennt. Gelbe Seiten. Ne? So, und jetzt kommen wir noch zu nützlichen Kooperationen. Das ist dann auch schon sozusagen der Endspurt für diese naturschutzfachliche Druckbetankung. Mir ist es sehr wichtig zu verstehen, dass wir eben nicht alleine sind und dass es auch gar nicht gut ist, wenn wir uns als Jägerschaften eben sozusagen auch als Einzelkämpfer wahrnehmen und irgendwie gefühlt gegen den Rest der Welt ankämpfen müssen. Es tut sich da draußen eben eine ganze Menge und es tut sich insofern eine ganze Menge, als dass wir, ich habe es hier auch genannt, Nutzung von Potenzialen in kollektiver Verantwortung. Kollektiv ist im, sagen wir mal, ostdeutschen Bereich natürlich ein bisschen negativ belegt. Das meint es aber nicht, sondern es meint es, dass wir einfach in unserem gesamtgesellschaftlichen Kollektiv gesamtgesellschaftlich anders mit dem Thema Naturschutz und Artenvielfalt umgehen können und dass sich im Prinzip keiner da rausziehen kann. Ne? Das heißt, der Hauptfokus natürlich landwirtschaftliche Flächennutzung. Aber wenn ich mir angucke, dass auch 11% Deutschland Siedlungsflächen sind, gegenüber den 50% landwirtschaftlicher Nutzfläche, dann hat eben Kommune, dann haben alle, die im öffentlichen Wege Seitenraum Eigentum haben, die Landkreise haben eben auch einen Job zu machen. Und das heißt, das Mosaik von den unterschiedlichsten Akteuren im ländlichen Raum ist sehr, sehr vielfältig und jeder kann und jeder muss eben seinen Beitrag dazu leisten. Das hat dazu geführt, dass in vielen Kommunen, die wir eben auch als Dienstleistung beraten, sich Prozesse in Gang gesetzt haben, dass man gesagt hat, okay, das macht jetzt keinen Sinn, dass jeder für sich hier alleine vor sich hin puddelt und jeder sagt, nee, der andere darf bei mir aber nicht abgucken und nicht in meinem Sandkasten spielen. Das ist alles unnötig, sondern wir müssen wirklich kooperativ denken und wir müssen einfach daran denken, dass die Maßnahme, die ich mache, eine viel größere Wirkung hat, einen viel größeren Effekt hat, wenn ich ihn kombiniere mit jemandem, der vielleicht daneben auch eine Maßnahme hat, aber eben eine andere. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Blühstreifen auf einem Acker, der kombiniert wird mit einem artenreichen Feldrand, der von der Kommune bewirtschaftet wird. Und daneben ist eine Hecke oder ein artenreicher Waldrand, den vielleicht der Landwirt oder der Förster angelegt hat. So werden Maßnahmen sinnvoll miteinander kombiniert und haben dadurch einen viel, viel höheren Eigenwert, als wenn ich so sozusagen einfach nur irgendwo aus dem Raumschiff rausschmeiße und in der Landschaft landen lasse. Das hier noch ein anderes Beispiel von einer anderen Kommune oder Flächenkommune, Samtgemeinde bei uns, Bruchhausen-Vilsen. Vilserbrunnen kennt vielleicht der ein oder andere als Wasser. Die haben natürlich, muss man sagen, für diesen Prozess Gott sei Dank auch ein relativ großes Portemonnaie und lassen sich das eben auch was kosten, dann Maßnahmenflächen umzusetzen, die Landwirtschaftskammer natürlich als Dienstleister zu bezahlen, aber eben auch Landwirtinnen und Landwirten noch einen Obolus zu bezahlen, wenn sie auf ihren Flächen solche Blühstreifen und Blühflächen anlegen. So wird dann ein Schuh draus und das macht natürlich richtig Spaß. Das hat vor 3 Jahren begonnen und wir reden mittlerweile von, glaube ich, über 60 Hektar Maßnahmenfläche sozusagen, die überall verteilt wird. Das ist also schon kein Kleinvieh mehr sozusagen. Flächenpotenziale zu sehen und zu nutzen ist auch ein Thema, wenn wir zum Beispiel in die Ortschaften reingucken. Ortschaften können sehr unterschiedlich strukturiert sein und sind sehr unterschiedlich vernetzt und verwoben mit ihrem Umfeld, mit dem landwirtschaftlichen Umfeld, mit der Offenlandschaft. Und wenn wir uns mal umgucken, was teilweise innerörtlich für irrsinnige Flächenpotenziale existieren, die einfach nicht genutzt werden, sondern einfach nur
fünf, sechs Mal mit dem Spindelmäher abgemäht werden, obwohl man ganz andere Dinge tun könnte, dann drängt es sich sozusagen einem dann eigentlich auf, hier irgendwas zu machen. Das haben wir hier in dem Fall an meiner ehemaligen Bezirksstelle in Nienburg gemacht. Dieses kastige Gebäude im Hintergrund ist das örtliche Printmedium. Und dann haben wir streifenartig, haben wir unterschiedliche Saatgutmischungen von, ich hätte jetzt fast gesagt Wildesungsflächen, sondern von Blühflächen angesät, um dann auch den Leuten so eine Art Showroom anzubieten, wie sowas aussehen kann. Frau Sange, Sie wollen was? Ich bin schon quasi unten im Endspurt, ne? Ach so, Frau Sange, Sie haben nur so gewunken, wahrscheinlich mit dem Hinweis auf die Zeit, ne? Alles klar, gut. Ja, das nur ein Beispiel dafür, wie sich eine Kommune engagiert, wenn es mit der Trockenheit und der Blühstreifeneinsaat auf dem ehemaligen Bolzplatz eben sonst nicht klappt. Das war das Jahr 2019. Das wäre sonst alles vertrocknet. Ist natürlich herrlich, wenn sowas dann funktioniert. Eine strukturelle Vorarbeit ist immer ganz wichtig. Das hat in dem Fall die Kommune sehr, sehr außergewöhnlich gemacht, hat also ihr Wirtschaftswegenetz einmal komplett analysiert und hat sich angeguckt, welche Wege sind eigentlich wie beschaffen. Das kann man natürlich bei sich im Revier und in der Feldflur auch überall machen, kann einfach mal gucken, was gibt es hier eigentlich für Möglichkeiten und wo bieten sich eigentlich dann Bereiche an. Das hier ein Bereich aus dieser Kommune, wo man natürlich auch entsprechend Presse machen sollte und muss. Das finde ich immer auch ganz wichtig, dass wir als Jäger auch besser lernen, das, was wir tun, eben entsprechend auch nach außen zu vermarkten. Und wirksame Konzepte brauchen eben immer Kooperation auf Augenhöhe. Das heißt, wir haben uns überhaupt nicht zu verstecken mit dieser Vielzahl von Hektaren, die wir jedes Jahr neu anlegen zum Thema Artenvielfalt. Und ich glaube, wir können damit ganz schön punkten, wenn wir das auch ein bisschen an die größere Glocke hängen. Klar ist, Umdenken ist dringend erforderlich. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt alle Hochsitze demnächst so aussehen müssen, wie sie hier aussehen. Aber wir haben eben tatsächlich auch die Aufgabe, uns selber zu verändern, den Blick zu verändern. Das heißt nicht, es allen gerecht zu machen, aber zumindest hier einiges vielleicht zu tun, was wir in der Vergangenheit unter dem Aspekt Wildtierschutz so nicht gemacht haben, was wir einfach insgesamt ein bisschen breiter aufstellen. Ja, und hier könnte eben ein neuer Vortrag beginnen. Ich hatte es angedeutet, das Thema Saatgutwahl und Saatgutquellen. Ich habe hier zwei Links mal hinterlegt. Aussaatzeitpunkte, Maschinentechnik, Bodenbearbeitung, Bodenvorbereitung, Nutzungs- und Pflegezeitpunkte und natürlich die entsprechende Maschinentechnik. Das sind alles Bereiche, die sind einfach so ein großer separater Block. Frau Sange hat ja eh schon gewunken, die könnte ich jetzt hier eh nicht mehr unterbringen. Also wir haben hier eine ganze Menge noch vor uns und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst hier nochmal wiedersehen, auf diesem Sender quasi. Und ja, Biodiversität, wir beraten Vielfalt, das kann ich zumindest für uns als Landwirtschaftskammer Niedersachsen sagen und viele, viele Beratungsstunden werden mit Sicherheit noch folgen, damit wir dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Artenvielfalt in der Jagd braucht Wissen und Kooperation. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für den spannenden und informativen Vortrag, und auch, dass Sie praktische Tipps auch gegeben haben. Es war jetzt nur angeschnitten, weil Sie gesagt hatten, eigentlich könnte daraus noch ein zweiter Vortrag werden. Jedoch haben sich aber jetzt ein paar Fragen oder sind jetzt ein paar Fragen aufgelaufen, die genau sozusagen diesen zweiten Block auch so ein bisschen da ein paar Fragen dann auch zum zweiten Block gestellt werden. Vielleicht könnten Sie ja schon mal vorgreifen. Also es gab jetzt einige Fragen, und zwar einmal, wann ist der letzte Schnitt möglich, um Bodenbrüter, oder wann sollte der letzte Schnitt sozusagen möglich sein, damit man Bodenbrüter nicht gefährdet? Ja, das ist ein etwas schwieriges Thema, weil es ist eigentlich, muss jedem klar sein, wenn ich Schnittnutzung mache in Grünland, wird es sich nicht verhindern lassen, dass ich Bruten zerstöre. Das muss man einfach wissen, weil solange die Witterung es zulässt, brüten diese Arten, ob insbesondere die Feldlerche, wird immer weiter brüten. Die wird drei oder vielleicht sogar vier Bruten versuchen zu machen. Das heißt, ich kann es eigentlich gar nicht verhindern, dass ich vielleicht mal eine Brut erwische, aber ich muss halt zumindest das Nutzungsintervall so anlegen, dass ich einer größeren Anzahl von Arten es ermögliche, sozusagen ihre Brut durchzukriegen. Also ich werde es nicht verhindern können, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn es durch den Schnitt noch nicht gemacht wurde, dann spätestens beim Heuwenden, dann ist jedes Gelege hin. Da brauche ich mir gar keine Illusionen, sozusagen mich keiner Illusion hinzugeben. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass sozusagen auf jeden Fall die erste Brut gut durch sein sollte. Das heißt also so ein Schnitt ab Juni, frühestens ab Juni, bestenfalls ab Juli. Und dann kommen wir relativ schnell in den Problembereich, dass die unliebsamen Pflanzen aussamen, Stichwort Distel, Ampfer, Jakobskreuzkraut, ganz eigenes Thema für sich nochmal.
Das heißt, es ist so ein bisschen, da ist man zwischen Baum und Borke natürlich, hier ist so spät wie möglich nutzen, aber auch dann so früh wie nötig. Deswegen der letzte Pflegezeitpunkt ist dann nochmal ein eigenes Thema. Eigentlich muss ich einen Schnittzeitpunkt ganz hinten wählen, der es noch ermöglicht, dass so viel Aufwuchs entsteht, dass ich eine Winterdeckung noch erhalte. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Okay. Bleiben wir mal bei den Bodenbrütern. Hier hat jemand eine Frage gestellt zum Rebhuhn. Sie hatten ja am Anfang die Statistik dargestellt, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat mit den Rebhuhnpaaren. Kann man an Ihnen, an der von Ihnen gezeigten Entwicklung des Rebhuhns auch ablesen, dass alle bisherigen Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität nicht gefruchtet haben? Ja, jetzt geht es ans Eingemachte. Also man muss tatsächlich das so attestieren, dass wir bisher mit dem Instrumentarium nicht so erfolgreich waren, um eigentlich genau diesen Arten, die wir ja als Leitarten auch schon lange kennen, das Gute zu tun, was wir eigentlich tun wollten. Das muss man leider einfach so attestieren. Das meint jetzt aber eben nicht nur das Rebhuhn, das meint auch den neuen Töter, der die Heckenstrukturen braucht, das meint den Steinkauz, der die Kopfweiden und die Streuwiesen braucht oder die Goldammer oder wen auch immer. Das heißt, diese ganzen Leitarten, die wir kennen, die für ganz bestimmte Habitatstrukturen in der offenen Landschaft stehen, die sind alle weiter im Sinkflug. Das ist so. Genau, und bezüglich dieser Frage, glauben Sie denn, dass Agroforst da eine Umkehr auch haben kann? Also auch die Artenvielfalt, Sie hatten ja gerade gesagt, Neuntöter, Heckenbraunelle zum Beispiel, solche Arten, würden die davon profitieren? Die würden davon profitieren. Man muss natürlich klar sagen, ein Agroforstsystem, was meinetwegen aus Nussgehölzen oder aus irgendwelchen anderen Gehölzen, Kurzumtriebsplantagen wie Weiden oder Erlen besteht, kann niemals dasselbe sein wie eine sechsreihige Hecke, die aus 10 verschiedenen Dornenpflanzen besteht. Das ist logisch, das ist klar. Wir können sozusagen nur eine bestimmte Struktur imitieren und damit sozusagen ganz bestimmte Habitatstrukturen zumindest annähernd imitieren, die diese Arten brauchen könnten. Ist ja klar, ein Neuntöter braucht eben was, um seine Beute aufzupieksen. Und das findet er bei der Weide nicht, ist auch logisch. Ne? Also allein mit dieser Kurzumtriebsplantage ist nicht getan. Und eins muss man auch klar sagen, überall Gehölz in die Landschaft zu pflanzen, heißt natürlich auch immer auch erhöhte Prädation, weil es Ansitzwarten sind. Ne? Es gibt da ganz bestimmte Arten, die mögen es nicht, wenn da Ansitzwarten für Beutegreifer in der Nähe sind und werden dann entsprechend da auch nicht brüten. Das gilt für den Kiebitz, für die Feldlerche gleichermaßen oder vielleicht das Rebhuhn vielleicht auch. Also es gibt eben sozusagen nicht die Schablone, die ich über alles drüber legen kann. Das ist das Genau, ja. Fakte bei der ganzen Geschichte. Genau, es kommt halt tatsächlich darauf an, wie ist das potenzielle Habitat beschaffen und wie kann ich es aufwerten. Hatten Sie Genau. ja schön dargestellt, auch mit den verschiedenen Strukturen. Da muss ich eben gucken, welche Arten sind vorhanden und wie mache ich denn das Leben leichter. Genau, dann zu den Blühflächen. Da gibt es ein paar Fragen. Also das scheint wohl ein sehr spannendes Thema zu sein, bei den Jägern zumindest. Genau, erstens die Frage, sollten Blühflächen ein- oder mehrjährig sein? Oder welche davon haben mehr Effekt für die Artenvielfalt? Das hatte ich versucht klarzumachen. Die Einjährigkeit und die Mehrjährigkeit haben beides sozusagen ihre Daseinsberechtigung. Darum geht es nicht. Aber ich habe ja immer nur, oder ich habe von dem Optimum gesprochen. Und das Optimum ist für mich tatsächlich dieser sogenannte strukturierte Blühstreifen. Das kommt jetzt aus dem Förderrecht, den kann man auch anders nennen. Entscheidend ist aber, dass eben nicht auf einer Fläche immer alles komplett neu gemacht wird. Das ist entscheidend. Und das ist sozusagen das, was wir mit Strukturierung bezeichnen. Und nur dann lohnt es sich natürlich auch beim Saatgut etwas tiefer in die Trickkiste zu greifen und damit mehr Arten reinzukriegen, um damit natürlich auch eine viel höhere Biodiversität zu erzeugen, weil ich eben nicht auf der einen Fläche alles gleich mache, sondern die einjährigen Arten habe, also Sonnenblume, Phacelia, Ringelblume und so weiter, diese ganzen Arten, die man so schön findet. Und im nächsten Jahr kommen dann eben die an anderen Arten, die nochmal ein ganz anderes Trachtband, wie wir sagen, also für Insekten ein ganz langgestrecktes Trachtband mit sich bringen und deswegen eben dann die Hochwertigkeit solcher Flächen bringen. Also das gibt es nicht, diese eierlegende Wollmilchsau, wie muss das sein? Eigentlich ist die Kombination aus allem sozusagen das Ideale. Es darf nur nicht alles gleichzeitig passieren. Genau wie die 100 Hektar Grünland, wenn die an einem Tag gemäht werden, bleibt nichts. Dasselbe ist wie 100 Hektar Getreide, die an einem Tag gedroschen werden, dann bleibt nichts. Also wenn ich überall alles gleich mache und dann auch die Landschaften, in denen ich mich bewege, wie sagen, homogenisiere, dann gibt es eben nichts mehr danach. Das sind die Ja, also Mechanismen. das beantwortet nämlich auch gleich die nächste Frage. Das scheint aber dann auch
so ein hausgemachtes Problem zu sein. Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Blühmischung ansieht und nach 2 Jahren, 3 Jahren hat der nur noch Ampfer und Disteln auf der Wiese stehen, dann hat er wahrscheinlich was falsch gemacht. Das hat nichts mit dem Saatgut allgemein zu tun, sondern eher, dass die komplette Fläche bepflanzt wurde und dann entsprechend das alles zur gleichen Zeit dann eben verblüht und dann irgendwann kommen man diese späteren Arten dann auch durch und Ja. dann hat man wieder eine homogene Fläche mit Ampfer und Distel. Wir haben natürlich auch Okay. wirklich den Nachteil, dass wir ja als Jäger immer ja so die Schnuddelecken bekommen, ne? Das muss man ehrlicherweise sagen. Also das heißt aber, wir kriegen diese alten Grünlandstandorte, wo immer die Viehraufen und Viehtränken waren, wo seit Jahrhunderten der breitblättrige Ampfer ausgesamt hat. Diese Samen bleiben 80 Jahre im Boden keimfähig, pro Pflanze 10.000. Das ist Anrennen gegen Windmühlenflügeln. Aber da kann man eben auch nicht mit Chemie dann gegen angehen, sondern dann muss man punktuell sagen, dann nehme ich mir halt vielleicht mal den Freischneider. Und mach sozusagen die großen Pflanzen ab, anstatt die ganze Fläche dann runter zu mulchen. Oder ich habe einen kleinen Mulcher und mache das kleinflächig, genau wie mit den Disteln, weil sich meistens die befreundeten oder benachbarten Landwirte auch nicht, die finden es dann auch nicht so klasse, wenn die Distelsamen diese schöne Wolle darüber weht. Also da muss man tatsächlich erfinderischer werden in der Art und Weise, wie man Pflegemanagement macht. Und natürlich bei solchen Standorten, die so ein Problem beinhalten, würde ich sagen, dann sind auch manche Maßnahmentypen nicht mehr geeignet. Also dann muss man eher sagen, dann gehe ich in eine Grünlandansaat und mähe das sozusagen kurz vorm Aussamen des Ampfers und sehe aber dafür eine Mischung ein, die sehr hochwertig ist mit vielen Arten, die dann auch besser dahin passen. Ja, also dann auch eher wieder ein bisschen auf regionales Saatgut Ja, zurückgreifen. hundertprozentig. Also alles, was ich sozusagen als dauerhafte Struktur in die Landschaft reinmache, gerade bei Grünlandansaaten, da muss ich sagen, dann ist es ehrlicherweise auch so, muss ich ein bisschen mehr Geld ausgeben, um wirklich naturschutzfachlich sauber zu bleiben. Ja. Und Sie hatten ja vorhin noch von der Brache gesprochen, auch als Maßnahme sozusagen, obwohl Sie ja auch ganz deutlich gesagt haben, dass der ökologische Nutzen ist jetzt nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel auf einer Blühfläche. Deswegen kam jetzt auch die Frage, ob man das nicht miteinander verbinden könnte, und zwar, ob man auf der Brache Blühflächen oder Blühstreifen irgendwie einsehen kann, sei es jetzt ein- oder mehrjährig. Wäre das dann noch förderfähig oder ist man dann aus der Förderung raus? Ja, genau. Jetzt wird es natürlich tricky, weil diese Frage lässt sich natürlich pauschal überhaupt nicht beantworten. Also es gibt diese sozusagen selbstbegrünte Brache und es gibt die begrünte Brache mit unterschiedlichen förderrechtlichen sozusagen Vorgaben und so weiter. Und die sind länderspezifisch. Also da wage ich mich jetzt überhaupt nicht weit aus dem Fenster, überhaupt eine Aussage zu machen. Aber rein fachlich gesehen, ja, natürlich ist es eine gute Möglichkeit, diese Brache dafür zu nutzen, insbesondere wenn ich eigentlich den Mehrwert dieser Brache, sich einfach nur selbst begrünen zu lassen, nicht sehe und ich die Möglichkeit habe, mit einem gezielten Einbringen von ganz bestimmten Arten für einen Zeitraum X einfach eine Höherwertigkeit zu produzieren, dass das natürlich eine super Möglichkeit ist. Genauso wie Gewässerrandstreifen, die ich sozusagen zwar in Bewirtschaftung halten muss, aber ich darf weder spritzen noch düngen. Da macht es ja auch Sinn, da mehr zu tun, als nur nichts zu tun sozusagen. Ne? Also das heißt Brache ja, aber die Brache hat in sich sozusagen als Mosaiksteinchen auf jeden Fall ihren Stellenwert in dem Gesamtsystem, aber nicht eben großflächig, weil sie damit sozusagen nicht so ein Weltretter ist. Das muss man klar sagen. Genau. Kommen wir, also bleiben wir mal bei den Strukturen. Da wurde die Frage gestellt, ob, wenn man jetzt zum Beispiel Hecken anpflanzt, oder so kleine Gehölze, locke ich mir damit nicht die Prädatoren an, wenn ich beispielsweise jetzt Rebhuhn und Fasan dann auch bei mir im Revier habe? Also bei Gehölzanlagen muss man natürlich erstens sagen, Gehölzanlagen sind dauerhaft. Das heißt, wenn ich das einmal getan habe, dann bleiben die da. Das ist Naturschutzrecht. Das ist ganz einfach. Das heißt, wenn ich die Fläche selber habe und ich habe da Bock zu, alles ein Traum, wunderbar. Man kann das ja auch als Kompensationsmaßnahme machen und kriegt das dann quasi finanziert, aber das verkompliziert das ein ganz bisschen. Wenn man eine Hecke anlegt, muss ich sagen, gehört da einfach sozusagen dieser ganz normale Blumenstrauß von Heckenpflanzen rein, von Schwarzdorn, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Holunder und so weiter, alles das, was man so kennt. Was da nicht reingehört, sind Überhälter. Das heißt also Bäume erster oder zweiter Ordnung, die tatsächlich irgendwann durchwachsen und dann wirklich die Ansitzwarten darstellen. Das heißt, eine gut gepflegte Hecke wird auch gepflegt. Das heißt, die wird alle, ich sage jetzt mal 5 bis 10 Jahre, muss man ein bisschen gucken, wie wüchsig der Standort ist, eben auf den Stock gesetzt. Das heißt, die wird ganz unten abgeschnitten und treibt dann neu aus, damit sie unten drunter nicht hohl wird.
Das heißt also, das Thema Prädation, Rebhuhn und so weiter, und dann müssen wir jetzt wirklich Rebhuhn und Fasan nehmen und können das nicht für die auf die Feldlerche oder den Kiebitz sozusagen projizieren. Wenn wir das für diese Arten machen, dann ist das eine super Maßnahme, aber nicht, wie gesagt, wenn die Ecke unten drunter hohl wird oder wenn ich oben drüber Ansitzwarten schaffe oder das Ganze vielleicht noch unter einer Hochspannungsleitung mache. Auch da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht ökologische Fallen erzeugt. Also es ist eine super Maßnahme, die ich jetzt nur deswegen nicht so ausgeführt habe, weil sie eben dauerhaft in der Fläche verbleibt und ich da eigentlich wenig Spielräume habe, mit Landwirten da was zu machen. Bleiben wir bei den Hecken. Wir haben ja alle im Jagdkurs mal gelernt, es gibt ja die Anlage der sogenannten Benjes-Hecke. Hat das, wenn ich jetzt sozusagen jetzt nicht eine komplette Heckenstruktur, sondern wirklich eine Benjes-Hecke anlege, hat das auch einen hohen ökologischen Nutzen? Die Benjes-Hecke ist natürlich so ein bisschen oldschool, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen außer Mode gekommen, aber deswegen ist die nicht schlecht. Also sie hat natürlich einen riesen Vorteil, dass sozusagen durch die Aufschichtung von Schnittmaterial ja unten drunter erstmal gar kein wirklicher Hohlraum entsteht, wo Prädatoren sozusagen lang schnüren können, ne? Also so gesehen ist es eigentlich schon mal eine gute Sache, aber ich habe natürlich andere Entwicklungszeiträume, ne? Das heißt, wenn ich jetzt natürlich, ich fahre zum Markt, nicht zum Markt, irgendwie im Baumarkt und hole mir die Pflanzen natürlich zu einer Baumschule mit zertifizierten Pflanzen und pflanze die dahin, dann habe ich natürlich relativ schnell sozusagen sichtbares Ergebnis. Und bei der Benjes-Hecke ist es eben, es kommt eben erst mit der Zeit. Da muss ich eben ein bisschen länger warten. Aber deswegen ist es keine schlechte Maßnahme, ganz bestimmt nicht. Also es gibt auf jeden Fall auch Zuschauer, die freuen sich jetzt schon auf den zweiten Teil, wo es Ja, um dann müssen wir explizit irgendwie um was die Praktisches noch Saatgutmischung, reinkriegen, ne? Ja. um explizit um die eigentliche Saatgutmischung geht und wie genau ich die jetzt eben pflege. Deswegen sind jetzt erstmal keine Fragen zu diesem Vortrag. Ich glaube, beim nächsten Vortrag könnten doch eventuell viel mehr Fragen auflaufen. Aber so als Schlussplädoyer, sage ich jetzt, als Take-Home-Message wäre ja tatsächlich so, die Kooperation zwischen Landwirt oder Landnutzer, Jäger ist um so das Wünschenswerte, damit man eben da was bewegen kann im Revier. Es bringt ja nichts, wenn der Jäger nur macht, der Landwirt aber nicht, ne? Ja. Sondern da muss die Kommunikation auch im Vordergrund stehen und deswegen auch Veranstaltungen besuchen beispielsweise. Auch wenn das jetzt eher so also landwirtschaftlich geprägt ist, kann man ja als Jäger, ne, als Landnutzer, in dem Fall kann man ja auch zu Seminaren auch gehen, wenn es explizit darum geht, was kann ich für die Artenvielfalt tun in meinem Revier. Ne, also das ist, glaube ich, die wichtigste Message des Vortrags, ist immer der Austausch und die Kommunikation. Ja. Oder vielleicht auch, dass so als meine Wunschsituation ist eigentlich, Landwirt und Jäger oder sagen wir mal, alle Jäger eines Reviers nehmen zusammen an einem Beratungsangebot teil und entwickeln zusammen Ideen, was man machen kann. Also dann wird da einfach wirklich ein Schuh draus, weil dann sozusagen der gemeinsame Blick entwickelt wird auf das, was man haben möchte. Die jeweilige Position kann darstellen, was wichtig ist oder was nicht geht und so weiter. Und dann wird das wirklich eine Win-Win-Situation. Das ist eigentlich so eine Idealform, glaube ich, die wir vielleicht demnächst auch häufiger anbieten können. Wir können mittlerweile auch Gruppenberatungen machen von Landwirtinnen und Landwirten. Wer da sonst noch zuhört, das ist sozusagen nicht verboten. So gesehen sei jeder herzlich eingeladen, bei uns sozusagen an diesem Wissenstransfer teilzunehmen. Also das wäre eigentlich eine ideale, weil man dann in so einem Closed Shop unterwegs ist, dass man sagen kann, wir machen das erstmal ein bisschen unter uns aus. Und ansonsten Genau. habe ich auf die Kooperationsmöglichkeiten hingewiesen. Super Sache, auf jeden Fall. Okay, ich möchte ganz kurz noch mich einmal bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch für diesen Vortrag heute. Ich glaube schon, dass viele was mitgenommen haben aus diesem Vortrag. Und wie gesagt, die Leute brennen schon für März, ne, für den nächsten Vortrag von Ihnen. Also dafür nochmal vielen Dank. Und bevor wir jetzt die Vortragsveranstaltung schließen, noch einen kleinen Hinweis zum nächsten Thema. Der nächste Vortrag findet am Freitag, den 13. Oktober statt, auch wieder von 15 bis 17 Uhr. Und hier haben wir dann Herrn Granzin zu Besuch, von Beruf Medienanwalt. Und er referiert dann zu dem Thema Hasskommentare im Netz. Das Töten von Tieren weckt Emotionen. Und wir freuen Sie dann auch wieder zahlreich begrüßen zu dürfen. Bis dahin, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Und ich fahre jetzt zur Jungjägerausbildung.